Bin in PKM Weil ich 4. mich nicht mehr als Admin einloggen konnte. Auf der Karte, ne? Ja. Ich konnte mich Ja, nicht mehr herzlich registrieren. willkommen beim Airfield. Ich hoffe, Sie hatten eine Herzlich willkommen. angenehme Reise gehabt. Viel Spaß beim Schießerei und so, ne? So, bitte einmal alle so stehen bleiben, wie sie stehen. Und Und Waffen runternehmen und bitte sichern. Dankeschön. genau, Waffen auf den Rücken Ich und einfach sichere meine Waffe nicht. mal stehen bleiben. Wie war das nochmal sichern? Wir warten jetzt noch hier, bis die letzten. Sicherungsweg. Ah, danke. Wir warten jetzt hier noch. Also, wir machen jetzt das Kartenbriefing einfach in-game. Ist halt so. Geht halt nicht anders. Ich habe hier Grafikfehler. Was ist ein Grafikfehler? Kenne ich nicht. So. Dann einmal. Das war ja gut, ein Wenn die Tages fehlt Brille noch. Ein dreckig Tages ist. bräuchten wir schon noch. Sind alle Teamleader da? Negativ. Levi fehlt. Der Rest weiß ich nicht. Nikolai ist da. Bischof Ken Teamleader. doof. Ein Ken ist Nikolai doof. Zocker ist Teamleader. Der Teamleader von der UCF, ist der da? Also stehen tut er hier. Danny ist. Danny, hallo. Antworte nicht. Okay, dann ist er wahrscheinlich noch nicht im Taskforce-Channel. Okay, ja gut, dann warten wir nochmal ganz kurz, bis alle da sind. Wer waren nicht die Briten? Ja, wir sind die Briten. Wer waren haben die Briten die M4A1? SAS benutzt die M4A1. Bist du dir da sicher? Ja, bin ich mir ganz sicher. Was war für Beweise? Ich werde jetzt nicht nochmal raustappen und. Alles gut, alles Wieso gut. nicht, Yannick? Kannst du das aber nicht? So. Fuck dir Laptop jetzt nicht. Du kennst das. Ach, Janik. Wieso habe ich denn keine Langfunke dabei? Ich hab schon Janik! einen Schrott. Weil du keine brauchst. Wir Ich brauchen hab keine. schon einen Janik, ich muss sagen, die Schrottlaptop, Fans aber sind auf dann jeden Fall ist gut geschissen. Weil da dein Vorgesetzter ist und da Kurz deine vor mir. Kontaktperson. Ja, toll, aber wenn der mal aushält. Dann wirst Du du mit Witz deinem Boy. Kurzfunk anfangen. Aber was ist denn unser Kanal? Ich Das greife dein gebe ich Anliegen gleich ganz alles durch. laut Das hätte ich jetzt in Weite rein. eigentlich Kann man alles sich. auf der Karte gemacht, aber warte, warum mache ich das nicht einfach? Cool. Nein. Nett. Hätten ja nicht Warum? alle einfach M drücken können, ne? Nee. The fuck? Das wird Ach, so Janik, einfach ey. gewesen. Janik, was ist eigentlich dein Problem? Ach, Janik ist noch alleine auf Naja, dem aber Taskforce, alles so sind klar. auf jeden Das Fall heißt, wir können alle. alle jetzt. Ah, verdammt. So sind alle safe in der Map. Janik, was ist falsch mit dir? Ja, jetzt sind alle safe auf der Map? Ja, auf jeden. Ich meine, ist die Map jetzt komplett weiß, also hell. Wir hätten auch einfach M drücken können. Stimmt. Ich bin nicht auf. Zumindest so besser. So, wenn alle auf der Map sind, einmal bitte Ruhe. Und dann erkläre ich euch, wie das Ganze jetzt ablaufen wird. Also die, die die Map schon sehen, können auch auf Weiterklicken. Schüssel Tages. Hallo, Tages. Oh, ich bin taubstumm. Yannick, habe ich noch kurz die Ja. Möglichkeit, auf Toilette pissen zu gehen? Bist du Teamleader? Nö. Dann ja. Leute, habe ich schon gesehen, welche Basis wir haben. Das ist die Regimento 44 Base. Antares und Morph müssen noch auf die Karte. Ja, ich habe gerade so ein Standbild, wo wir alle da auf einem Haufen stehen. Du Aber ich auch, muss jetzt Antares? vielleicht. Ah, jetzt ist weg. Antares ist doch taubstumm. Also ich weiß nicht wieso, aber das erinnert mich irgendwie an eine Mission, die wir mal mit einer Koop hatten. Da mussten wir auch über die gesamte Karte erstmal rasen, nur Ja, genau, und um wir haben irgendwo es nicht bis anzukommen. zum Ende Ihr müsst geschafft. nicht über ihr müsst nicht über die ganze Karte rasen, keine Sorge. Wir können ja auch Das laufen. wenn, wieso spawnen wir dann unten und das hier Gebäude ist ganz im Norden? Wir können ja Weil auch laufen, ne?
Weil ihr laufen werdet bis dahin. Nein. Ja, nee, ich bin okay, Antares ist E-Pilot, also. Deswegen wird das für den eher unwichtig. Also, euer Auftrag ist ziemlich simpel. Ja, wir hören dich. Okay, gut, weil ich konnte euch gerade eigentlich nicht mehr hören. Das war weird. Euer Auftrag ist ziemlich simpel. Das steht alles genau im Briefing drin. Die britische Armee unterstützt das SAS bei der Sicherung von 3 HVPs. Das Zielgebäude ist auf der Karte markiert, genauso wie der EVAC-Punkt. Dabei gibt es folgende Infos. Der Helikopter von der SAS, genauso wie der von der britischen Armee, ist auf der Karte markiert. Sobald ihr dort eingestiegen seid und ready seid und an mich funkt, hier, es kann losgehen, werde ich durch einen Trigger den Anflug starten und die Mission beginnt. Genau, das SAS tut sich dabei auf dem Gebäude abseilen. Das Gebäude besteht aus einem größeren Komplex, also versucht eure 8 Mann, die ihr habt, aufzuteilen auf das Zielgebäude, so dass jedes Gebäude gleichzeitig durchsucht wird. Wenn ihr das Zielgebäude seht, wird das euch ein bisschen deutlicher. Die Armee wird links vom Gebäude so ungefähr dort landen. Auf der Karte habe ich das jetzt mit einem LZ markiert. Deren Auftrag ist es, zu verhindern, dass irgendjemand dieses Gebäude verlässt. Die Helikopter landen und seilen sich gleichzeitig ab. Also sollte das relativ gut gehen. Ihr müsst nur aufpassen, es ist eine heiße LZ. Bedeutet, Feinde um euch rum, die Schützen der Chinook und vom Blackhawk werden da versuchen, ein bisschen aufzuräumen, aber die können nicht alle erwischen. Das heißt, dass wir bei der Landung gleich sterben können. Na ja, im Grunde genommen ja, aber ihr seid so viele, ihr solltet nicht alle gleich draufgehen. Außerdem passe ich da ein bisschen auf. Ja, genau, sobald ihr die 3 HVTs habt, zieht ihr euch zum EVAC-Punkt zurück. Solltet ihr eine HVT nicht finden, verschwindet ihr trotzdem zum EVAC-Punkt. Genau, Aufteilung von den Teams. Müsste einer halt die OPZ in dem Sinne übernehmen. Das wird im Laufe der Mission dann einfach wichtig, aber am Anfang hat jeder kleine Trupp ja seine eigenen Aufgaben und von daher ist das alles ja relativ klar. Ihr habt als Luftunterstützung eine Blackfish, die sozusagen die C-130 darstellt. Also solltet ihr... muss die OPZ halt entscheiden, ob die C-130 sozusagen dann schon vorher mal über das Gebiet kreisen soll und sich das angucken soll oder ob die zeitgleich mit euch dann reinfliegen soll. Ausrüstung her solltet ihr alle ausgerüstet sein. Der Einzige, der sich noch ausrüsten müsste, wäre der OPZ-Sunny, also Red Eye. Dafür steht eine Kiste hinten am Gebäude. Solltet ihr keine Kabelbinder oder Anti-Air-Granaten haben, steht da ebenfalls noch eine Kiste mit Anti-Air-Granaten und Kabelbindern und Rohrstöpseln und falls da einfach was weggekommen ist oder ich es vergessen hatte. Genau. Die restlichen Aufgaben, die ihr dann habt, werden im Laufe der Mission klar und werden auch im Laufe der Mission dann angezeigt. Und ja. Funkfrequenzen machen wir wie folgt. Ich habe nicht ohne Grund einen Funker in jedem Team. Die Corporals wissen, dass sie als Corporals gelistet sind und haben die Kontrolle über ein weiteres Fireteam unter sich. Also bedeutet Denret, du hast die Kontrolle über Alpha 1-1 und Alpha 1-2. Dein Ansprechpartner ist dann Nikolai. Also müsstet ihr für euch eine separate Funke ausmachen. Dein Funker hätte theoretisch den Kontakt zum Leutnant, aber da es keinen Leutnant gibt, kannst du dem auch die Aufgabe übergeben. Das gleiche zählt für Bravo 1-2 und Bravo 1-1. Bis hierhin irgendwelche Fragen? Ja, tatsächlich. Hier, Wayne. Ich bin ja im Reserveslot. Welchem Squad soll ich mich anschließen? Du bist Reserve. Du müsstest dich einem der britischen Teams anschließen. Also der Army, genau. Genau. Okay, der britische, also der Armee, nicht den SAS, sondern der Armee. Einfach weil der Blackhawk nicht noch einen zusätzlichen Slot hat.
Genau, achtet beim Abseilen bitte darauf, dass sich immer nur zwei gleichzeitig abseilen, weil sonst, ja, genau. Also versucht da irgendwie eine, Reihenfolge reinzubringen, damit das alles auch ein bisschen schön aussieht. Genau. Welches noch, Abseilen war das? Über Mausrad oder über Ace? Ace. Ace, okay. Funktioniert über Ace. Ich habe das so lange getestet, ich habe das auf Grundnieren getestet, das über Ace. Das kann eigentlich nur noch schief gehen. Genau. Das kann, also ihr müsst hingehen und das Fast Rob vorbereiten, sobald der Helikopter hovert. Ja, ne, das kenne ich schon, ich wollte nur wissen, welches. Ja, genau, also ich würde da bitten, Levi, du kennst dich da, glaube ich, relativ gut aus, dass du dann einfach das übernimmst, dass du die Sachen dann, also Seile rauswirfst und so. Genau. Noch irgendwelche Fragen? Was ist jetzt die Funkfrequenz für die A-230 und für Bravo? Genau, Funkfrequenzen sind, müsstet ihr so unter euch ausmachen, ihr startet ja nebeneinander. Ich hatte aufgrund der meiner schulischen Laufbahn relativ wenig Zeit, sonst hätte ich noch so einen wunderschönen Funkbaum aufgeschrieben, wie Antares gemacht hat. Also theoretisch könnt ihr es so machen, dass ihr alle auf die 69 geht, also zumindest die Corporals und zu den Fireteam, die, also ihr könnt da so eigenständig entscheiden, wie ihr es aufbauen möchtet. Funkfrequenz für die Langfrequenzen? 69. Alles klar. Sonst noch irgendwas? Wie läuft denn das mit dem Abseilen? Ich habe das noch nie gemacht über Ace, also ich kenne die Ace-Steuerung nicht so. Das kann euch Levi gleich erklären. Also ich denke mal, Antares... Ganz kurze Zwischenfrage. Ich erkläre es ihm dann. Wenn wir jetzt durchconnecten, fliegen wir dann direkt los, oder? Nein. Deswegen, also... Je nachdem, wie ihr es halt wollt. Ihr könnt jetzt sagen, ihr steigt direkt in den Handy und fliegt los. Oder ihr sagt, ihr gebt Antares ein bisschen Zeit, um die Sache noch ein bisschen zu sondieren. Ja, ich müsste sowieso noch ein bisschen Zeit haben, weil ich noch ein paar Einstellungen machen muss. Deswegen, also Antares, ich würde einfach dich dann dir vorschlagen, dass du dann einfach direkt einsteigst mit Tigiri, auf eine gewisse Höhe steigst und dann halt aufklärst. Ja, wenn ich den Befehl dazu erhalte, werde ich das tun. Genau, dafür... ich will das jetzt eigentlich den Red nicht fragen, aber den Red würdest du dir zutrauen, OPZ zu machen? Nein. Okay. Dann frage ich. Ich mache keine Gesamtführung. Nie. Dann frage ich jetzt einfach Zocker. Zocker, würdest du dir das bitte zutrauen? Hallo, Levi ist vom Rang her. Du musst doch Levi zuerst fragen. Levi ist eigentlich, stimmt. Levi, bitte mach OPZ, okay? Warum denn? Ich bin doch Zugriffstrupp. Ja, mach einfach, du sollst ja nur... Ja, aber das wird doch voll geil, Digga. Mach bringen. Das doch einfach mal. Während des Zugriffs musst du ja sowieso kein OPZ sein. Du musst ja nur dann danach übernehmen. Du musst danach übernehmen, wenn um den E-Vac zum Beispiel zu organisieren und so den Kram. Den Zugriff ist im Grunde genommen alles vorhanden. Oh Mann, ich habe eigentlich gar keinen Bock heute. Ach komm, regel das mal. Ohne Witz. Ach, kann ich auch mal zugucken und so, das wird bestimmt lustig, Mann. Gar keinen Bock, ey, Jungs. Ich bin ja auch für Denret. Es gibt doch. Alter, ey, kann Antares von oben. Kann nicht Antares von oben finden. Nein! Denret? Dann mach's doch einfach, das muss doch nicht perfekt sein. Also, wenn Antares es machen möchte, kann er es gerne tun. Aber ich bezweifle das tatsächlich. Ich kann auch einfach wegfliegen. Denret! Was? Nein! Ich hab dich seit über 8 Jahren nicht gehört. Eigentlich könntest du das trotzdem machen. Ja, siehst du? Repräsentiere doch mal den UCF. Ich mach keine Klammer. Niemals. Antares, machst du es einfach bitte, wenn es keiner macht. Kann ich nicht. Von da oben, das funktioniert nicht. Das kannst du vergessen. Okay. Ich kann nicht fliegen und gleichzeitig führen. Sondern, wie stellst du dir das vor? Ja, und ich kann nicht zeusen und gleichzeitig OPZ machen, sonst würde ich es tun. Wieso denn nicht? Weil das nicht funktioniert. Einer muss es halt machen. Leute. Ja, Levi, komm, ehrlich. Levi. Du musst das letzte Mal Medic und FTL machen. Leute, lass es mal alles beide anschreiben. Morph, komm. Alle sind für Levi. Ja, ist beschlossen. Und auch einen Schubskreis bilden. Ja, genau. Moshpit. Dann entscheide ich das jetzt einfach, Levi, du machst OPZ. Genau, fertig. Hast du gehört? Ich hab dich gemüllt. Du machst OPZ, so, fertig aus. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich stehe ja neben euch, solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, könnt ihr euch einfach nicht finden.
Wer hat das mit Tellerchen gegessen? Warte jetzt mal. Was haben wir denn? Ah, bitte, Flashlight. 69. Wieso habt ihr eine Lampe Flashlight und wir nicht? Womit? Steuerung L. Oh, cool. Ich habe auch eine. Wieso hast du eine Lampe und ich nicht? Weil wir die coolsten sind. Darum. Ich hab keine, ich hab keine. Ich hab selbst auf dem Scharfschützen wieder mal eine. Na, danke. Denkt an Essen und Trinken. Ich hab wieder eine Taschenlampe noch, hab ich eine Lampe für den Map. Gleich. Igiri? Alles klar. Ja, ich geh genau bitte. Oh. Okay. Ne, du hast eine Flashlight an dem Ding. Wir steigen schon mal ein. Ich hab keine. Du hast eine wirklich dran. Hast du einen Longrange? Dann mit einer Shotgun. Hat das okay. Auch sexy. Wo ist Nikolai? Nikolai, gut. Seid ihr alle da? Dann wir mal deine Leute zusammen. Ah, es war umgestellt. Nikolai hat nur Bob und mich, glaube ich, oder? Okay, meine Leute, ihr sammelt euch mal. Fabian, bei Fuß. Vor dem Helikopter. Ja, ich bin doch hier. Was schreist du denn hier? Los, du bist ein bisschen britische Armee. Das ist ein Schneider. Schneider. Hier. Der auf K. Also. Ja, die haben sowas. Leider. Oh, das ist ein bisschen so, Kameraden. Gehört jetzt Danny zu. Jetzt hat er einen Error. Jetzt 31 Kilo, ja, ich hab nichts mehr drin. Was denn hier? Was der was sollte, wenn möglich, nicht fehlen. Ich weiß auch noch nicht, wie ich jetzt auf der. Womit ich auf den Long Range soll, womit ich auf den Short Range soll. Ja, wir stehen jetzt wahrscheinlich hier noch ein paar Minuten. Also Long Range ist wir alles klärt haben. Ja. Okay, und klären wir erstmal das Wichtige. Hat davon gesagt. So, Nikolai, komm mal mit. Wir machen das mit den Funken ein wenig lustig. Squad Leader ist Banshee. Und OPZ ist auch Banshee. Wenn du irgendwas an OPZ haben willst, geht's über mich. Warte mal, mal gucken. Such ihn auch gerade eigentlich. Wir müssen einfach gucken, dass er die Funkfrequenzen für Short Kanal? Alter, ist das alles, was ich hier bekomme? Also, haben wir jetzt bis jetzt noch keine Nemesis meldet sich im Funkkreis an. Habe ich mich jetzt verjagt? Bestätigt. Alpha. 80%. Einer von euch was Alpha? Was sind wir eigentlich nochmal als Team? Was also euer Trupp? S-Safe. Weil ich soll mich ja irgendeinem anschließen, dann würde ich es bei euch tun, wenn das in Ordnung ist. Bravo 1, 2, wo ist er denn? Die SAS waren Bravo 1, 1 und Bravo 1, 2. Ich schließe mich dir an. Die SAS waren Bravo 1, 1 und Bravo 1, 2. Okay, ja, danke dir. Ja, das weiß ich, aber noch einen Teamnamen war schon. Okay, große Scheiße. Darf ich noch eine Maritim nehmen, wenn... 80. Er ist doch Bravo 1, 2 oder Bravo 1, 2, oder? Also ADC, kleines Team-Name. Du wirst extrem schwer. Ja, das ist immer ein bisschen verwirrend, deshalb nehmen wir eigentlich individuelle Teamnamen. ADC, kleines Team-Name. Sowas wie Neptun oder Nemesis. Weil ich ihn mir gegeben habe. Nosi, 80.1 intern. No. Wie viel intern? 80.1. Du hängst dich an 80.1. Also 80.1, wie ich das gehört habe. Hm? Was? Nee, du bist ja bei Nikolai dann 18.2. Richtig? Ja. Ihr seid 80.2. Wie schilf denn den Sek und deren Funker rein? Funker aufmachen. Nimmst den zweiten Kanal. Drückst 8. Funk check. Ziffernblock. Check. Warte kurz. So, jetzt. Ja? Ja, drück aufs Numpad 8. Hab ich? Sagst du 80.8? Jo. Dann auf Enter. Jo. Und dann auf dem Pfeil links. Oder rechts. Da steht Z Additional Channel. Also die Flashbacks kriegst du ja. Und du? Und dann kannst du wieder auf Ziffernblock 1 drücken. Oder wo kommen die anderen Kanäle hast, hast du beide gelegt. Hör ich jetzt auf beide? Ja, hörst du. Check ADC. Was ist gehört? Auch nochmal? Hä, was ist denn jetzt los? Hat jemand... Wollen wir das alle machen, denn nein. Ach,
Levi. Schade. Nee, mir ist noch rausgeflogen, ja. Ich kann ja wieder rauslöschen. Ich mach das jetzt extra, weil der OPZ muss. Ja, was denn? Wahrscheinlich im Aufnehmen wurde schon geklärt, oder? Das macht irgendwie. Alles klar. Weiß ich nicht. Okay, checken dann? Ich weiß nicht, ob jemand aufnimmt. Die Lautstärke. Bob Schneider? Schneider? Ja. Du nimmst auf, gell? Was? Hey, Funkcheck. Ja. Passt, dann muss ich das nicht machen. Passt. Check. So, Nikolai? Ja, bitte? Hast du deinen ADC hingekippt? Aber ich nehme nur auf, ich streame nicht, ne? Ja, ich weiß schon. Aber es sollte ja auch nur aufgenommen werden. Das passt schon. Okay. Check. So, jetzt Munition kriegt ihr. Also nochmal zum Mitschreiben. 8000 ist ADC Alpha. Nein, 8008. 80.8. 80.8. 80.8. 80.8 ist Intian Alpha 1.1. Ja. Und 80.8 ist Alpha 1.2. Ja. Ja, richtig, habe ich schon gemacht. Welcher Punkt war es jetzt bei uns? 80.2. 80.2, okay. Josi, check. Jo. Sehr schön. Fabian, check. Check. Yep. Was ist das mit Schneider? Ist der mal wieder da? Der ist. Oh, ich hasse das, den Namen zu hören. So, setzt euch hin, entspannt noch ein bisschen. Habt ihr Ohrstöpsel dabei? Ja. So, dann in die Ohren, nicht in die Nase oder so zur Öffnung, ne? Och, Menno. Nein, Hebi, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Die sind für die Ohren. Sind zwei Paar. Okay. Wenn du willst, kann ich dir meine gehen, kannst du in die Nase stecken. Juhu. Ja, bitte. Ich soll bei dir im Team. Alles klar, der dritte. Long Range Funk steht. Du, bei mir. Ja. Wir sind online. Ja. Oh, die nehmen wir jeden auf, ne? Ja, klar. Ja, okay, komm. Soll das was heißen? Ich bin auch nur ein Flüchtling hier reingekommen. Geh ein Stück zurück. Wenn ihr mir meinem Team joinen möchtet. Gruppenfarbe oder so? Ich muss mich gerade ein bisschen lauter stellen, deswegen. Funkfrequenz ist 80.2. Ja, ich glaube, du musst das bei CBA machen, warte mal. Nur so zur Info. Ich bin ja der, einer der Hauptmedics oder der einzige Medic, ja mehr oder weniger, ne? Oh, du bist mein VIP, gut zu wissen. Ich habe aber nur wenig Sunny-Material und ich habe nicht Magazine. Du weißt ganz genau, wie das Sunny-Material. Warum kann ich nicht in die Gruppe joinen? Also ich hab glaube ich insgesamt nur so gefühlt 3 Liter Blut. Ein paar Bandagen, gut, Bandagen habe ich genug, ein bisschen Epi, ein bisschen Morphium und 4 Max. Hast du schon die Kiste geblendet? 3 Liter? Ich zähle ja, mehr. Gefühlt, ich habe was mehr, aber... Also ich habe 4 Alu-Polsterschiene. Dann hab ich 10 Bandagen, 5 Mullbinden, 5 Bandagen. Wenn einer komplett leer ist, über 7 Liter Blut braucht, ist das was wenig. Ich kann noch was, ist noch eine Kiste da irgendwo? Er hat der Gebäude irgendwo. Ich hab noch ein bisschen Platz, da kann ich dir was mitnehmen, wenn du willst. Ich nicht, ich bin ausgelastet, 40 Kilo. Es ist nichts mehr, achso. Was, ja? Die Freund-Erkennung wird lustig. Kolai. Ich geb dir grad den Kram. Ja. Sollen wir interne Gruppe beitreten oder so? Hä? Ja, Gruppenverwaltung. Ah. Oder egal. Magazine für die Max. Nimm bitte nicht alle raus. Also ich kann irgendwie bei dir nicht beitreten in der Gruppe. Bist du doch schon? Nee, bin ich nicht. Ja, nee. Das ist doch nicht weiß, oder nicht? Ich hole mal zwei Block den Rest. Also bei mir ist Puff weiß. Ach so, ist schon automatisch, wa? Ja. Ah. Komm mit. Ah, alles gut. Ja, habe ich auch schon erledigt. Hat ihr einer geärgert? Komm mal ran. Dann ja, komm, Kochsalz und Plasma reicht ja, das easy. Uff. Ich hoffe, es wird gerade hell, ja, wird das. Und läuft bei dir alles klar? Von mir ist alles klar, ja. Kein Rausland, so cool. Von der Rave-Party hier. Also, ich hab gehört, dass wir abrocken. Ich hab grad schon einen Check gemacht. Jawohl. Okay, passt. Wo landen wir? Achso, jetzt hätte ich gesehen, Check. Wie ist das, wenn man die Waffe gesichert hat, ne? Kann man deren schießen? Nee, ne? Nein, das ist, sagt das Board gesichert. Du kannst es halt wieder so entsichern. Huch! Hab gesichert! Aber hab trotzdem geschossen.
Also ich hab, bei mir steht gesichert, ich kann nicht schießen. Warte. Ey, er ist auch nicht, hä? Lol. Nee, bei mir auch nicht. Ja, dann hast du es wahrscheinlich rausgemacht oder vorher den Feuermodus gewechselt und schon schneller schießt du wieder. Ja. Okay. Hab ich auch. Aber wir haben relativ wenig Granaten, ne? Ich hab eine Granate. Du bist ja auch Medic. Ich hab ein paar Granaten dabei. Ja, hab zwei Splittergranate und eine vier Rauch. Was soll ich denn jetzt mit einer Kantine, die Wasser gefüllt ist? Weiß ich nicht, essen und trinken. Ja, ich bin voll gefuttert, also ich habe kein Gefühl dafür. Ja, gibt's doch gar nicht hier bei uns. Ja, also in meinem Rucksack ist ja einfach verbrauchen, keine Ahnung. Ja. Hoi. In der Weste, okay, nevermind, ich hab 9 Granaten. Und dann auch genommen. Wie viel ich hab? Aber das geht nicht. Hier. Das muss ich jetzt am einzelnen Rucksack zählen. Warte mal hier. Hallo? Ich glaube, er hat Levi gesagt. 10 einfache Bandagen, 10 elastische, 20 Alupolster. Wo ist denn hier? Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Was mit Media, was mit Levi? Nein. Ich hab ja ein bisschen normale Ziele. Ja, also ich würde eher vorschlagen, die Bandagen, die elastischen sehen. Warum? Oder nee, stimmt, ich hab sie der nicht. Also ich benutze die gar nicht. Ich hab sie der also du musst nicht essen, ihr könnt das da in die Kiste legen. Also ich saß, Dings, muss ja, MR-Lam. Was die welche auch nicht schlecht sind diese Quicklots. Aber die da brauchst du halt ziemlich viele, um eine Wunde zu. Die sind nicht nur richtige Probleme. Ich bin eine Schnecke, die langsam vor sich krabbelt. So Jungs, alle mal zu mir bitte. Hey B. Check deine Position. Wenn du am Haus guckst, auf der rechten Seite. Bisschen abseits gehen, ne? Guck mal noch ein Stück nach hinten, das war ein bisschen roher. Ja, ich glaube, wir sollten die lieber rausnehmen, weil das wird ein ziemliches Gemetzel, glaube ich, da am Anfang. Und lieber die Schweren mitnehmen. Die, also das Essen könnt ihr ablegen, das ist deaktiviert. Essen? Ja, die hat Essen im neuen Inventar. Ich nicht. Ich auch nicht. Baby, Grenadier, ne? Ah doch, Kantine, ja. Oder? Ja. Red Eye ist Medic. Ja. Fabian DMR. Ja. Bob. LMG! LMG, was hat Herbert? Herbert, auch Grenadier. Herbert, mach mal lauter, deine Stimme. Ja, sorry, ich wollte nicht den ganzen Bums hier zusammenschreiben. Ja, mach mal. Ja. Hebi, 1. Herbert, 2. Ja. Bob, 3. Ja, juhu! Fabian, 4. Red Eye, 5. So verstanden? Dann zählt mal bitte eure Nummern durch. 1 fängt an. 3. 4. 5. Sehr schön. Leider nimm mal deine Waffe runter, bitte. Dann Fabian und Red Eye, ihr versucht euren Abstand so taktisch gering wie möglich zu halten. Ja? Unser wichtigster Medic, unser VIP, beschützt mal dementsprechend. Macht mal kurz die Karte auf und geht mal auf das Zielgebäude, was ihr da oben in der Stadt seht. Ja. Ja. Gut. Landezone ist soweit markiert. Das Zielgebäude wird von uns gesichert, von 3 Leuten. Das machen bis auf die Grenadiere alle übrigen sozusagen. Ihr guckt, dass da keiner rauskommt, keiner reingeht etc. Ne? Dann die anderen werden dann den südlichen Komplex, sind ja diese 6 oder 7 Häuser, die da sind, die werden wir halt aufklären, ne? Reingehen, Häusersturm, ganz normal. Ich werde euch von außen Deckung geben und ihr werdet dann drin die Häuser stürmen. Habt ihr das schon mal gemacht? Ja, ne? Ja, aber Frage, wie ihn abseil. Ja, ihr habt noch nie abgeseilt. Nee, wir sind das gar nicht. Okay. Achso. Ganz entspannt, mein Freund. Jetzt haben wir das verstanden. Ich bin jetzt als DMR, soll ich jetzt draußen bleiben, abaimen, oder? Genau. Okay. Wir müssen gucken, wie das Gelände unten aussieht, ne? Wenn wir sehen, dass vielleicht uns so ein Haus in der südlichen Region uns eine bessere Deckung gibt, weil es spielt ein freies Feld aus, wo wir landen. Müssen wir gucken, ob wir uns vielleicht in das Haus verziehen, erstmal abklären. Dann verziehen wir uns in das Haus. Ihr gebt halt Sicherung für das Zielgebäude. Das ist halt unser Job, wenn wir halt landen. Ja. Ne? Für die linke Seite und die südliche Seite, also Westen und Süden.
Und wenn wir halt alles dementsprechend gesichert haben, warten wir auf weitere Befehle und werden wahrscheinlich uns dann mit Alpha 1.1 wieder kurz schließen. Oder zusammenschließen, um alles weiter zu machen. Also meine Waffe ist für Häuserkampf nicht gerade sehr optimal. Ja, die geht, aber... Du solltest ja keine Granaten reinlegen. Ja. Du hast ja die Pistole, ne? Magazin, ich hab einen Medic, den schicke ich nicht rein. Ich hab einen DMR-Schützen, schicke ich auch nicht rein. Ich hab einen NMG-Schützen, den schicke ich auch nicht rein. Ihr als Grenadiere bleibt dementsprechend übrig. Außerdem könnt ihr auch Granaten in Fenster schießen. Ja? So weiß ich Bescheid. Den Holly bekloppt, glaube ich, gerade unser Medic. Also, die Häuser, die du jetzt meintest, sind bei Alpha 1-2. Genau, Alpha 1-2. Wir fangen oben rechts an. Richtig? Genau. Ja? Okay. Und arbeiten uns dann quasi so einmal rum. Ich merke gerade bei meinem Scope, wenn ich Zero, ich habe oben links die Rädchen, die einploppen. Aber es ist ganz schwer einzustellen. Ich kann auch einfach auf Sicht schießen, was ich machen werde, aber... So hohe Entfernung werden wir, glaube ich, nicht haben. Und ganz kurz, darf ich noch was stellen? Ja, schnell. Also jedem Schützen. Nikolai, was ist dein Rufname? Was meinst du? Peter. Im Funk? Ja. Wie viel hast du? Du funkst doch mal ein Copper an, oder nicht? Ja, ich bin Funker. Ich will nur einen Rufname von eurem Team wissen. Du musst mal Copper fragen. Das ist Denred. Denred. Ja, aber ihr seid ja trotzdem noch ein getrenntes Team, was auf jeden Fall ausscheiden. Ja, wir müssen normalerweise auch einen Funkernamen haben. Eben. Gruppe Witz auch. Also du hast 11 Stück. Okay. Was ist eigentlich mit den Wüstenmäusen passiert? Egal. Was sind wir, Wildsau? So Jungs, offiziell. Gut. Geben wir noch eine Farbe. Gruppe Wildsau, ja? Okay. Wenn ihr die Häuser stürmt, geht Hebi vor, ja, und Bob geht dann hinterher. So verstanden, ihr zwei? Er ist der Squad-Medic, er durfte sich so ausrüsten, wie er wollte. Ich möchte bitte bei jedem Haus eine Meldung haben, solltet ihr verletzt sein, dementsprechend auch kurz eine Meldung über den internen Funk. Ja, solange es klappt, braucht ihr nicht perfekt die Funkdisziplin einhalten. Sollte richtig Stress sein und ich merke, das klappt so nicht, dann werde ich das dementsprechend ändern. Ja? Funkkreis 80.2. 80.2 ist intern. Genau. Hey, Red Eye. Vielleicht? Machen wir noch schnell die Gruppe rot oder so? Über Arma 30. Danke, über danke, Ace. Ich will jetzt erstmal den Frieden. Ja, meine Herr. Wir müssen noch einmal vielleicht nur kurz zur Ausrüstungskiste. Ja, klar. Was ist dein Rufname? Ja, Nikolai. Witzau! Gruppe Witzau. Nikolai, kann ich doch schnell kurz mal zur Küste rennen? Ja, dann hopp auf, bald euch. 111.1 ist euer Funkkreis. Alter, wenn ihr hat er gerade uns einen anderen Funkkreis genannt? 111.1. Ist das sicher, dass es unser Funkkreis ist? Keine Ahnung, wir nennen uns Witzau. Nee, er stand hinter uns und er gibt da ja auch irgendeine Funkfrequenz. Aber der gibt uns keine Befehle, weil er hat das SAS und wir sind British Army. Der gibt uns keine Dingszeug. Also ist der Wurst Grenadier, der hat ja gar nichts zu sagen. Okay, nur dass ich es richtig verstanden habe. Also Hebi und Snyder, also LMG und Grenadier, sichern die Gebäude. Nein. Hast du doch gerade gesagt. Die haben zwei Grenadiere. Ja, Hebi, genau, das habe ich auch Herbert verstanden, aber du hast dich gerade widersprochen, deswegen habe ich lieber nochmal nachgefragt. Achso, nein, sorry, Herbert, du und Hebi. Gut. Hebi hat quasi, wenn ihr die Häuser reingeht, hat er die Gefehlsgewalt, deswegen ist er die 1. Ja, okay, ja, ich folge gut. Nur. Alles gut. Jetzt habe ich es verstanden, weil du gerade im Bob gesagt hast, ich so, okay. Tut mir leid, mach ich mich verquatscht, wollte ich nicht. Ja, alles gut. Ja, was denn? Bob? Ja? Pass auf. Wo ist denn unser, weißt du, wie unser Medic aussieht, ne? Das ist der mit dem Rucksack, wo die Klüsschen Spritzen dranhängen. Ja. Wenn irgendwas auf den schießt, ja, du hast ein MG. Ja, ja, dann musst du. Darf ich den wegratzen? Nicht auf unseren Medic. Nein! Alles, was auf unseren Medic schießt, ja, wird großflächig erstmal beschossen. Dementsprechend Meldung. Ja. Erst schießen, dann fragen. Natürlich, Freund Feindergern wird dir klar sein, was aus wie unsere Jungs wird erstmal nicht beschossen. Ja, das mache ich nie wieder. Gut, du guckst immer, ob die auf der Schulter, auf dem Oberarm das britische Zeichen haben und wenn du es nicht siehst, schießt du. Ja, wobei, wenn Leute doof schießen, stehen, dann siehst du es auch nicht. Einfach die Leute, die so wie wir aussehen, nicht schießen. So hässlich aussehen wie wir, dann ist das Fendi. So. Genau. Du bleibst bei mir, Bob, sowieso die ganze Zeit. Okay. Eigentlich sieht man es einfach am Movement. Ja, Fabian und der Medic, die bleiben zusammen und wir beide bilden dann quasi ein kleines Fireteam. Ja, dann können wir ja Gruppenfarbe machen dann. Dann muss ich wieder auf den Medic aufpassen, ich glaub's dann. Kannst du gerne machen. Was willst du, blau aus? Mir egal. Ich will grün! Also, Fireteam wird grün.
Ja, super, eine Farbe aus. Blau. Ihr nehmt mich eigentlich jemanden fest? Ja, nur dass ich mit auf der Karte markiere. Wie nehme ich denn eigentlich jemanden fest? Ich hab keine Ahnung. Was? Jemanden festnehmen? Ich glaube, du musst erst über den Haufen knüppeln, irgendwie. Keine Ahnung, wie das geht. Nein, musst du nicht. Du brauchst erstmal Kabelbinder, dann machst du die Windows-Taste auf den und dann steht da Fesseln drauf. Ja, an der Hand. Oder du machst das per Bind. So. Oh, ups. Muss aber dahinter stehen. Das nächste Mal ja, durch die. Ja, oder, naja, wobei hier ist das, glaube ich, irrelevant bei der, Dingens. Also sonst haben wir. Nö, ich kann dich nicht fesseln. Nee, hast du keine Kabelbinder dabei? Doch. Warte. Hab ich? Drei Stück. Ich wollte auch gerade sagen, man muss sich erst ergeben, glaube ich. Ja? Ah, wie mache ich das? Shift C oder so, glaube ich. Shift B. Shift B? Eigentlich. Okay. Ah? Mach mal T. Ja, oder dann geht's nur mit ACE, also S. Was mach ich denn da, eigentlich? Ah ja, stimmt, das geht, warte, geht schon. Aber wir können uns gar nicht so rendern, wir kämpfen bis zum bitteren Ende, Jungs. 111.1 ist deine, du kriegst vom Havoc von UCF aber noch deinen Kommandofunk, das macht er selber noch. 111.1, Entschuldigung. Da habe ich jetzt eigentlich schon ein Magazin verloren, weil ich nachgeladen habe. Ist der Funk im Prinzip vor euch intern im Funkkreis? Nee, ja, bei den letzten Missionen hatte ich Probleme. Nee, von ja, dem ganzen Bild ist alles gut oder nur von Gesundheit! Dein Trupp interner Funk. Okay, so verstanden. Also dein Teiltrupp interner Funk. Ja, sorry Leute, das nächste Mal gebe ich die vor. Ich hatte halt, wie gesagt, wenig Zeit. Hätte ich auch gesagt. So, Jungs. Warte da, 1, 2, 3, 4. Ich werde alles nicht da. 3 ist da. Unser interner Funk für die Short Range ist jetzt 111.1. Oh, schon wieder. 111.1. 111. Nochmal 100. Ja! 100. Check, Fabian. Kurze Frage. Check. Funkcheck, Heavy. Check. Was habt ihr jetzt für eine Truppe, also für eine Fireteam-Bezeichnung? Wir sind Gruppe Wild. Welche Gruppe, welche Kanal haben wir? Ich hab das nicht mitbekommen. Gut, weil sie haben nämlich Bock an MG, da dachten wir, das passt da ganz gut. Was für einen Funkkanal haben wir? 100? 111.1. Achso. Hä? Ihr sagt 111.2. 111. Doch? Da seid ihr doch, oder nicht? Wir sind 111. Ein schwarzes T-Shirt. Wir sind 111? Ja. Und die sind 111.1. Punkt 1? Ist dann überhaupt jemand Punkt 2? Nein. Und, okay, Nikolai, den Überdreifungskanal, den wir vor. Und check. Okay, so verstanden. Check. So wie ich das verstanden habe. Okay, so verstanden. Neuse, wichtig ist halt einfach, dass dein Funker für Kontakt zu Levi hat. Funkcheck in. Zu Levis Funker und dein Fireteam-Leader Kontakt zu deinem Fireteam, also zu seinem Fireteam hat und zum anderen Fireteam, was er noch kontrolliert. Das ist wichtig. Denver Nikolai? 50. Ja. Hast du den Funk gehört? Ja. Okay, gut. Hätte ich nicht geantwortet, oder? Er hätte eigentlich zurückfunken können. Oschi. So, ich werde soweit, glaube ich. Mein Medic fehlt noch, glaube ich. Den suche ich jetzt mal schnell. Ja, mein Medic fehlt auch. Rechts. Links. Also, wir haben jetzt 111.1. Ja, genau. Okay. Außer ich würde sagen, wir verständigen uns mit Rauchzeichen, das ist einfacher. Jo. Wir sind leider keine Zigaretten aktiviert. Ja. Okay, Moment, ich muss noch mit den Großen. Wir rocken die ganze Scheiße weg. Was ist mit Rasurkontrolle? Ist das 556 oder 76? War erst 76. Donnerstag beim Friseur. Hast die meiste Durchschlagskraft. Oh ja. Guck dich mal an, wie wir an dem Ziel komischer Chinese. Ich wollte es nur allgemein sagen, weil. Wie machst du das? Muss ich jetzt auch noch eine Frequenz ändern oder behalten wir das alles sowieso?
Sondern müssen wir die 100 rein, du bist auf 111. Alles klar. P226. Geil. Okay. Ja. Auf der großen Antwort ist keiner. Nee, das ist nicht. Ist es, ja. Wahrscheinlich heißt sie nur dann anders. Geh da hin und sag die 10 hat 11. Also, okay, nee, ja, hey, das sieht alles gleich aus. Könnte auch die M249. Ja. M249, sag ich. Die P250, sorry. Und die M249 ist es nicht. Ja, ist ein bisschen sehr klein dafür. Magazinkapazität, da taugt man auch nicht so, geht's aber gut? Okay. Ja? Warum? Ich bin vorher gerade vielleicht auch. Warte, das krieg ich hin. Okay, nicht mal. Ja, ich kenne, ja, okay, stimmt. Oder ein MG ist ein Granatwerfer noch. Erzähl. Was habt ihr bei euren Granaten eigentlich dabei? 9 HE. Das ist Media jetzt, oder? Mehr nicht? Nee, ich hab halt jetzt noch da in der Kiste waren Hand-IR-Munition, da hab ich 2 Granaten. Hast du auch den Hand-IR-ID-Dings, der bummste Monitor dabei, damit man auch guckt? Nee, ich hab das nur mitgenommen, ich bin nur Granatier, ich hatte das beim letzten Mal. Ja, du musst das Monitor auch mitnehmen, damit der... Was haben wir eigentlich an, einen Eierschutz oder was ist das? Hä? Bei der Weste. Ach so. Ich glaube, das Icon ist falsch. Sieht das nur wie ein behinderter Gürtel aus. Oder nee, das sieht aus wie so ein Eierschutz. Doch, ey. Das ist, warte. Das ist Eierschutz. Nikolai, das ist Eierschutz, ja. Ich finde das toll, mach weiter so. Ey, ich nehme einen anderen. Haben wir kann ich springen? Doch. Nikolai hat zum Beispiel einen. Aber Hebi hat keinen zum Beispiel. Hab ich nicht? Bei mir nicht. Meins seid ihr alles klein. Ne, bei mir haben wir gar keinen. Oder? Schau dir wie klettert auf mich herum hier. Schau dir Nikolai. Ey! Ja, stimmt. Du hast 6 Mann, no! Ja, ich kann nicht mehr springen, weil gestern hat sich meine komplette Einstellung gelöscht. Ist ja auch unser Boss, wir sind ne? Team Rot ab jetzt. Ich hab keine Ahnung, wie ich das noch einstelle. Ich bin der auf dich aufpassen soll, ja. Konfigurator. Sag sowas nicht. Kann auf dich nicht. Ja, Mann! Aber was machst du denn auf mich zu befummeln? Dann klatsche ich dir einen, hau ich dir einen Helm vom Kopf. Was mit dir? Ich will auf dich klettern. Aber geht nicht. Ich will gleich auf dich, mein Freund. Er will dich besteigen, will er damit sagen. Richtig. Acht Essen geben. Ja, können wir Nuss fragen? Nuss singen? Ist ja denn eure Nummern? Ich werf. Ja, 4. 3. 1. Ja, komm. Ich frage. 5. Einer fehlt, ne? Ja, wir sind da jetzt 6 Leute. Guck mal alle Leute zusammen von den. Ja, Nikolai ist einfach. Also, Nikolai muss eigentlich die Nummer 1 sein. Nein, ich bin Nummer 6. Der ist die Nummer 6. Wenn wir als Fireteam spielen, dann bin ich mit dem Medic eigentlich hinten. Ja, ist richtig, ist ja nur logisch. Weil wenn die als erstes reinrennen und wegklatschen, sind wir wie eine Schlange ohne Kopf. Wir sterben einfach. Obwohl, Schlangen können auch ohne Kopf sich noch weiter bewegen. Kopf 1. Ja, aber nicht mehr gezielt, die zappeln halt ja. Genauso wie das Spiel. Desto besser geht, desto besser geht's deinem Team. Ja. Genau wie der Huhn, wenn du den von Huhn den Kopf abschlägst, läuft der auch erstmal weiter. Ich hab's schon gesehen, ich weiß, wie es funktioniert. Also und dann ist nur wie der Nachbar nur mit dem Huhn über den Hof gerannt ist, um es einzufangen ohne Kopf, das ist auch lustig. Also eigentlich ist die schlimmste Situation nach dem Landen aussteigen. Da kann der Medic am krassesten getroffen werden, weil da können wir ja nicht so wirklich was tun, wenn die LZ heiß ist. So Jungs, alle mir nach. Juhu! Kann ich kündigen? Sehr spät! Mein Freund. 3 läuft! Ey, du drängst vor! Du bist hinter mir! Ja, geh heute, hass! Meine ganze Einstellung ist für den Arsch jetzt gerade, ey. Man kann die Geschwindigkeit anpassen, nix. Nikolai, erstmal nur du. Erstmal Teamleader-Sammlung. Okay, sind der Rest wieder hinten. Ja. Die Abstellkammer hopp.
Du kannst ja Steuerung und C und die Sprintgeschwindigkeit umändern. Ja, es geht bei mir nicht mehr, den halte ich an. Okay. Oder C. Ich habe meine komplette Einstellung gelöscht. Achtung, Granate! Nein, was gerade zu machen? Nicht nee, nee. Schade. Habt ihr auch so einen Grafikfehler an oben links? Wir haben diesmal Ferngläser dabei, das ist super. Jetzt wo wir sie nicht mehr brauchen, jetzt haben wir wieder Ferngläser. Ne? Mann, siehst du scharf aus. Ja, gestern, ja, haben wir den Sniper die ganze Zeit gesucht, ja, weil der auf uns geknallt hat. Und dann haben wir ja, Mentholos Zeit, weißt du, da drauf gerollt. Aber zum Glück erwischt, aber... Ich kenne es auch, wenn ich dann auch irgendwelche kleine Scharfschützen suche und dann mit Red Dot ranzoome, ganz da ein Bildschirm oder so. Ja, und dann, aber meistens, wenn du ihn findest, dann kriegst du aber auch gleich Schuss. Gestern ja, hatten wir erst, Glück. Wenn du ihn gesehen hast. Erst wenn du ihn gesehen hast. Ja, ja, natürlich. Da ist er. Dann kann ich ja bis zum WhatsApp, wa? Aha. Ja. Ich hoffe, langsam geht's los. Ja, sonst wird spät. Ja, dafür, dass Mission um 8 losgehen sollte, ne? Ja, ja, das wird eine neue Rekordzeit. Wobei ich sagen muss, die letzte Koop-Mission, wo ich dabei war, da sind wir haben wir wirklich 2,5-3 Stunden gebraucht, um zum Objective zu kommen. Oh, warst du da auch gewesen, wo die ganzen ausgetimed sind? Ja, ich war im Panzer gesessen, glaub mir, es war eine großartige Situation. Ja, ich war auch im Panzer. Ja, ich weiß, du hast gefahren, gell? Ja, kann sein. Ja. Ich suche mal immer in meinen Taschen mein Handy und bin ich ansprechbar. Ah, kann ja, ich kurz ja, du hast gefahren, da bin ich mir noch ziemlich sicher. Ja, ich habe einen Panzer gefahren, aber ich weiß gar nicht mehr, ob du jetzt bei mir warst. Ja, ich war Schütze in diesem Panzer. Ach so, ja. Ja, es hat 3 Stunden gedauert, bis wir zu einem scheiß Ding hintergekommen sind. Und dann ist erst Yannicks erste Aktion, der piekt vor. Bumm, Yannick tot. Da hat er sich gefreut, das weiß ich noch. Und zeige ich das eigentlich am Ende verlaufen? Große Katastrophe, wir haben uns zurückgezogen, weil alle gestorben sind. Oh nein, echt jetzt? Ja, Katastrophe. Da hat irgendwie Aufklärung hat's nicht hinbekommen, links den Anti-Tank-Launcher zu finden und der hat die ganze Zeit auf die Tanks gerotzt. Okay. Deswegen ist auch Yannick Instant am Anfang hochgegangen, weil keiner die Aufklärung den Anti-Tank-Launcher nicht gespottet hat. Also es war ein Fahrzeug, ich weiß nicht mehr was für ein Fahrzeug, aber mit AT-Launcher. So, wäre halt wichtig gewesen. Ich war ja danach irgendwie weg gewesen. Anscheinend hat mich nicht so viel verpasst. Ja, wobei, eigentlich hast du doch, du hast die Hauptaction verpasst. Also wir haben schon auf einiges geschossen noch, aber da warst du ja dabei. Ja. Ja, ich war da gewesen, da an dem Berghügel da. Genau. Und dann, ja. Oh ja, dann kann ich ja mal eben pinkeln gehen, ne? Ich mache noch kurz Rammstein an, ja. Penny gefunden. Wie spät haben wir das jetzt? Gleich ab 10. Ja. Jo. Wenn es so weitergeht, dann gehe ich wieder raus. Ich habe nämlich ungern die Lust bis 3 Uhr nachts irgendwie zu spielen. Jo. Das ist richtig.
Achso, wie die Dinger. Der richtig, richtig schön gelatzt werdet. Ja, dann sorg einfach dafür, dass du nicht der Erste bist, der runterjumpt, also sondern du rein der Zweite. Von meiner Theorie, die ich habe, sitzt ja erst SAS1 ab und dann SAS2. Oder, wenn es nach Durchnummerierung ist, setzen 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 ab. Und du bist? Ich hoffe auf das erste Szenario, weil bis dahin sind da schon alle unten. Und das Dach müsste sauber sein, bis ich unten ankomme. Ja, aber weißt du, was doof ist? Wenn der Helikopter hovert, meinetwegen 4 Leute unten sind, du der Letzte bist und einer von den Typen gegenüber vom Dach hat eine RPG-7, dann bist du halt auch mit. Ja, deswegen setzen wir drüben gerade $5 auf ein Black Hawk Down-Szenario. Wir wissen nur nicht, wer wen retten muss im Nachhinein. Keine Ahnung, wieso nicht einfach das Gunship einfach komplett, weißt du, kurz bevor ihr einfliegt, das Gunship einfach kurz mit der Minigun da rein rasseln lassen. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mit dem Breacher die Türen öffnen darf und wir überall eine Flash reinhauen sollen. Ja, super. Also, wir zwei Granny. So viel zu der Theorie, die ich vorhin also hatte. Granny, Tür auf, Raum säubern mit einer Granate. Nee, denk dran, du. Das sind Zivilisten ich weiß drin, mein Freundchen. Genau, und oh, welche, ihr festnehmen müsst, ne? Also ihr müsst drei Targets da rausholen. Deswegen machen wir doch den ganzen Bums. Da ist nicht immer so, ich jag da überall in jedem Raum eine Granate rein und hoffe das Beste. Sonst das Problem mit einer AC-130 ganz alleine gelöst. Ja, hey, genau. Kollateralschaden. Ich hab doch keine AGA, von daher geht das bestimmt durch. Ich hau nicht! Aber hast du irgendwas mitbekommen, was... Wir sind hier nicht beim Bund. Wir sind die Briten. Ich weiß nicht, wie das bei denen mit den Formalien ist, aber ich glaube, die haben weniger Papierkram. Ja, du kannst eigentlich nicht mehr Papierkram haben. Nee, oh, warte, der lacht gerade hin. Ich glaube, das hat gar keiner. Das ist LMG. Wer steht links vom LMG? Können wir mal langsam loslegen? Ich hab langsam keine Lust mehr, ey. Hast du was mitbekommen zu dem Thema, was mit der Ostseite passiert? Ich meine, das Haus hat ja nicht nur nach Westen eine Tür, oder? Genau. Also potenziell, Osten ist doch die Hauptstraße, also ich würde als Gebäudebauer, also als Architekt doch auch auf der Ostseite eine Tür reinmachen. Aus dem einfachen Grund, da ist die Scheiße. Wildsau. Seid ihr Wildsau? Ja. Aha. Gruppe Wildsau. Geil. Wer hat den Namen ausgewählt? Nikola. Der da hinten. Das finde ich gut. Ja, das ist auch gut. Warte, ich glaube, ich muss zurück. Ja. Warum habt ihr eigentlich mich jetzt angeguckt, obwohl ich den Namen nicht ausgewählt habe? Ich gehe mal kurz zu Nikolai und Sashaki, dass wir der Ostseite vorab sind, da schon eine Lösung haben, weil das interessiert mich jetzt mal. Ja, funk doch einfach durch, statt dahin zu laufen. Nee, weil das ist. Ich klopfe ihn auf die Schulter. Ich will da nicht zwischenkotteln. Warte! Ja, gut, die werden da oben schon prüfen, was eigen und was verbündet ist. Was eigen und Feind ist. Okay. Die Waffnung von dem Ding ist 30mm Minigun, also 30mm Gatling Gun, 120mm Hauptgeschütz und 20mm 40mm Dings. Macht ihr ja. Gut. Was ist mit der Ostseite von dem Gebäude? Habt ihr da einen Plan? Da ist auch eine Tür. Ja. Gatling, 120mm. Lass dich mal meine Sorge sein. Ich wollte nur fragen, weil bis jetzt haben wir davon nichts gehört, deswegen. Nicht, dass es vergessen wird, und jetzt sind wir schon wieder weg. Medic. Da ist die Medic gerade hinter. Alles klar, gut. Schnell nach! Ey! Arschlich! Und keine Ostseittür. Lass das mal meine Sorge sein, das hat er gesagt. Okay, super. Also, wenn da die Zivilisten und Gangster rauslaufen. Nicht mal, nicht einfach ignorieren, das sind nicht mehr dein. Weißt du, du kannst an der Hauptstraße eine Linie ziehen. Alles dahinter juckt dich erstmal nicht mehr. Da ist deine Map vorbei, da hört die Welt auf. Oh, ich geh mal eine Runde pennen, okay? Also dafür, dass das alles so gut durchgeplant ist, ist
die Variante ziemlich ungeplant. Nein, es ist... Egal. Let's go. Ich bin bereit. Ab in den Indika. Ach nee, warte, noch nicht. Wie viel Munition habe ich da nicht drinne pro Magazin? Den 20 Schuss? Haha, der kann ja, ich ist, ja. Ist ja Semi. Sniper. Also. Ja, aber es gibt ja die 10 Unterdings. Warte, kann ich... Schade. Ich dachte jetzt, wenn ich noch auf Vollauto stellen kann. Es gibt ja manche, wo du auf Vollauto stellen kannst. Ja. Das wäre... Freude. Ja, dann kannst du das Ding aber auch im Nahkampf nutzen, ne? Also. Das benutzt du, hast du mich schon mal... natürlich hast du nicht, aber ich kann triggern. Das Ding schießt schneller als das LMG. Ja, ich hab da auch so einen ganz schnellen Finger. Also, ich hab damit auch kein Problem. Ja, das ist... Aber mein Lieblingsgewehr, also meine Lieblings-DMR ist immer noch das G28 irgendwie. Keine Ahnung, das Ding sieht zu sexy aus. Also darf ich nie spielen, immer wenn es ein G28... Es gibt eigentlich kein G28 bei uns, habe ich das Gefühl. Aber hey, wenn ich Magazine brauche, nehme ich die einfach aus deiner Weste. Sehen aus wie meine. Sehen aus wie deine, aber ich glaube, das wird nichts, oder? Weiß ich nicht, ich greife einfach rein und... guck mal, was du glaubst, das passt aber nicht. Wir nehmen gerade 70, ich nehme gerade 70 Minuten auf und es ist immer noch nichts passiert. Ja, dann hör auf mit Aufnehmen, schmeiß es weg und... Warte einfach, bis wir in den Helikopter steigen. Ja. Weil ich glaube, dann geht's erst los. Also, sobald wir in den Helikopter steigen, dann lohnt es sich erst. Ja. Egal, ich schneide das nachher. Passt. Bei mir wären 70 Minuten, keine Ahnung, fast... Ne, 20 GB glaube ich. Ich habe ja... Nein, so groß ist es nicht, glaube ich. Warte. Wobei, doch stimmt, könnte so groß sein, ja. Ich habe ja i7-8700K auf 4,8 GHz getaktet. Es geht ja um den Speicherplatz, gerade den es bei uns voll. Achso, den habe ich 2 TB SSD plus 500 GB SSD. Ja. Also. Ah ja. Ja, ungefähr 18 GB, ja. Ah. Sind das. Ja, das ist halt... Ja, ist eine Menge für nichts, fürs Rumstehen. Ja. Fürs Trash-Talken. Ja, sicher. Jungs, am Antreten. Witwit. Juhu! Endlich! Jetzt hetzt der uns, weißt du? Ja. Operation Wildsau. Ja. Operation Wildsau. Ach, noch mal Zeit, ey. Ja. Alle beim Container aufstellen. Funk mich dann einfach auf der 69 an, wenn ich den Trigger auslösen kann. Beim Container? Wir können auch zum Container gehen. So Leute, einfach mal alle in eine Reihe aufstellen, teamweise aufstellen. Einmal von rechten Container aufstellen. Genau, einmal alle teamweise aufstellen. Dann... Alle einmal teamweise aufstellen. Da steht noch ein Team drin. Rechten Container, der eine läuft nach links, einer nach rechts. Ich geh mal. Was wird das jetzt hier wieder? Hier steht... Aber machen. Ja, Leute, da. Guckt doch mal auf die Uhr. Bekommen, ja? Ist jetzt so ein Bild so wichtig? Hallo. Nein, meine Nummern auf. Du hast meine Nummer geklaut. Geh nach hinten. Nach hinten. Herbert. Nee. Nein, wir sollen uns in der Reihe aufstellen. Ja, nach Nummer, oder nicht? Ja, genau, und ich bin die 2. Achso, ja. Alles klar. Entschuldigung. Nicht nebeneinander. Geh weg, ja. Holz fährt der dritt. Genau, sei ja froh, dass du mich als Funke hast. Ich weiß schon, warum ich dich gewählt habe und nicht Shadow. Weiß nicht, warum ich mich als Funke gemeldet habe. Stopp mir jetzt. Hatte sich. Aber der größte Fehler. Ja, das war es auch. Stopp, Fan. Alle Karte sichten. Folgendes. Wir sind oben im Norden jetzt alle auf der Karte. Wir haben den Zielbereich, ist nicht markiert, Zielgebäude. Das ist unser Hauptziel. Havok ja, und Wildsau haben einen bereits markierten Bereich. Dort wird abgesessen bzw. Stellung bezogen. Gelandet wird, werdet ihr bei LZ. Der SZS-Tub, meine Wenigkeit und Zocker landet direkt auf dem Dach drauf. Wir haben wahrscheinlich, wir haben markierten Feind, der dort vorhanden ist. Das heißt, ab dem Absitzpunkt sucht ihr da erstmal Deckung. Ihr landet mitten auf dem Platz, dementsprechend. Sammelt ihr euch dann an eurer Deckung erst. So. Von der Ausrüstung her hat jeder Bandagen, das wird nämlich heute das Wichtigste erstmal sein, neben dem Funkgerät, Bandagen, eine Waffe und ein Funkgerät. Ei. Ei, ei.
Captain. Oh, wunderbar. Hast du sonst noch Fragen? Keine, Sir. Das Ganze läuft geskriptet ab. Sollte es irgendwie Probleme geben bei der Landung, können wir das nicht abbrechen. Das ist alles ein gezeuste, geskriptete, ja, Pilotenteams. Das heißt, wenn irgendjemand AFK ist, hat er gelitten. Gut, ja. Folgendes. SAS-Trupp sitzt auf dem Blackhawk auf. Das andere Team, beziehungsweise die Army, British Army, sitzt auf den Chinook auf. So. Ist ja jeder da? Ist jeder anwesend? Ah ja, Captain. Nee. Der Predator fehlt dran? Nee, hier fehlt nur einer. Team Predator anwesend. Okay. Das heißt, physisch fehlen oder ihr habt keinen vierten bekommen? Schneider, ja. Schneider fehlt noch, der hat noch Probleme mit dem Käfer. Wenn es funktioniert, müsst ihr jetzt... Werde er lauter. Schneider fehlt noch, der hat Probleme mit dem Käfer. Wenn das jetzt funktioniert, dann kommt er. Installiert gerade nochmal alles neu. Alles klar, dann zieht er nach, beziehungsweise wird, ja, geportet. Wunderbar. Gut. Yannick? Ja? Wie läuft das ab? Wenn wir jetzt aufsitzen, fliegt der Helikopter erst dann los oder geht das auf mein Zeichen? Los, sobald ihr mir das Zeichen gebt und ich den Trigger auslöse. Dabei, dann tun wir jetzt alle in der Reihe, beziehungsweise die zwei Helikopter gleichzeitig beladen, links, rechts jeweils, dass wir da schön einsteigen können, dass wir sehen können, dass jeder drinnen sitzt, dass hier keiner zurückgelassen wird. Gut. Wie bei mir. Der Trupp Media, beziehungsweise mein Trupp. Wir setzen zuletzt auf. Wir fangen mit Zocker an. Zocker, du kannst schon mal zu dem Blackhawk laufen, in der Reihe. Nummeriert das Absitzen beim Abseilen, denkt dran. Machen wir im Helikopter jetzt, sonst brauchen wir noch mehr Zeit. Sam. Das meine ich mit physisch, physisch anwesend. Sam ist einfach nicht, bitte den Helikopter porten. Sam ist nicht im TV, er ist außerhalb der vom TV, der ist im anderen Channel. Sam ist noch in einem anderen Channel, nicht im TV. Mann, ich will anfangen. Und ich hab keinen Bock mehr. Och, Hebi. Also ganz ruhig. Hä, guck mal vor Uhr. Okay, gut. Und? Nikolai, dann du. Dann steig du auf den Blackhawk bitte mal auf mit deinem Team. Wenn du jetzt einmal noch die Uhr erwähnst, dann schmeiß ich meine Uhr nach. Hopp, hopp! Jungs! Das ist Nikolais Team. Nikolai auf Chinook. Hebi? Okay, ihr beide, ihr setzt schon mal Hebi auf den Blackhawk auf. Ja. Damit wir das schon mal hinter uns haben. Männer, wir sitzen auf den Chinook auf. Aber da ist auch alle, sind auch alle anwesend. Gut, dann darfst du auch aufsitzen. Ja. Ey, hier fehlt was. Sollen wir noch aufsitzen? Drei sitzt. Eins sitzt. Zwei sitzt. Was heißt Jogger Interior Light? Was heißt das? Ja, einfach egal. Genau. Egal. Ja, einfach das Licht von dem scheiß Helikopter anmachen. Passiert ja nichts. Army sitzt vollständig. Ist ja auch hell. Nosi. Jo. Einmal durchmelden. Dass wir komplett sitzen. Jo, zwei sitzen. Nein! Du solltest funken. Achso. Achso. An die obere Instanz. Oh Gott. Wolf, wir haben auch kommen. Wenn wir nachher landen und absitzen, ja, zweimal V drücken, geht schneller wie mit dem Mausrad irgendwas machen. Wenn wir viele absitzen, switcht das Ding hin und her und ihr wechselt dann in den Sitz, anstatt auszusteigen. Alles klar. Wie lange ist Flugzeit geschätzt? Hier würde ich sagen. Je nachdem, wie der Pilot abgeht. Wann sind wir da? Gut, dann laufe ich jetzt schon mal Toilette. Los. Ich laufe jetzt schon mal los, gleich wieder. Ich bin auch nur mal ganz kurz auf Pinkelpause. Dann mach das. Wenn dann jetzt, wenn wir ankommen, ist die Hölle. Ja. Ist das Handy? Ach ja, heute spielt ja Fußball. 98%. Frage, wenn wir absitzen, sollen wir erstmal Deckung suchen, sollen wir erstmal, also unser Team Alpha 1, 2 Richtung Süden Deckung suchen?
Ja, genau so, wie es gesprochen war. Haus 1 ist das, was wir quasi als Deckung nutzen, und die beiden Befohlenen gehen gleich ins Haus rein und stürmen. Check, check. Okay, wie sieht's aus? Wer wurde jetzt dafür gefreiwilligt, da die Ostseite zu nehmen? Waren das welche von der SAS, oder? Der Ostausgang. Havoc ist markiert für die Seite. Aber wir rücken dann eh dahin dann vor, mit oder meine zwei Grenadiere dann. Das Problem ist ja nur, wir sollen ja aufpassen, wo die Leute rausgehen. Weißt? Wir können nicht einfach alle im Westen stehen bleiben, das wird nicht hinhauen. Ja, du kannst aber nicht Häuser stürmen, eine Seite abdecken, gleichzeitig auf die andere Seite gehen. Ja, deswegen frage ich ja, dass das Ostseitenproblem gelöst wird. Komm, entspann dich, ist verschwunden. Einmal. Immer locker durch die Hose atmen. Also Overwatch Havoc ist ja eigentlich eine Position, wo wir die Ostseite vom Zielgebäude beobachten können. Ja, ist halt nicht über Gebiet, ja. Aber passt, das machen. Blair getrennt. Spieler Sam verbindet. Ja. Uff, jetzt passiert was. Juhu. Es geht los. Hätte ich ja doch mal was zu essen machen können über der Zeit. Hör mit Meckern, meine Güte. Es ist 21.44 Uhr und hier kommt jetzt... Hier kommen die Spätnachrichten, ne? Ja, genau. Ja, und mein Kind weckt mich morgen früh wahrscheinlich um 6 Uhr. Bitte denkt an, Vor- und Weiterkennung müssen doch Zivilisten fordern. Das ist ein Kollateralschaden. Ich möchte daher kein Mimimi von Yannick hören, weil wir auch mit den Zivilisten mal aufgebratzt haben. So. Es gibt Action, Action, Action. Hat jemand eine Zigarette für mich? Ja, nee. Ich. Es ist eine Wunder. Gerade mein Fenster geöffnet. Ich höre einen Helikopter, denk mir, aber mein Armer ist doch gar nicht so laut. Habt ihr Ohrstöpsel drin? Wenn die gleich anfangen mit Feuern, dann wird alle taub. Danke. Was? Ja. Ohrstöpsel. Wenn die MGs schießen hier an der Seite, die Gatlings, dann gibt's Knallfrau, weil dann hört ihr erstmal 2 Minuten lang nichts, das wollt ihr nicht. Ach, Quatsch. Das ist nicht schlimm. Ich hab mal einmal die Ohrstöpsel vergessen reinzutun. Ich hab mich nur gewundert, warum die anderen nicht mehr reden. 2 Stunden lang also bieben, ne? Nee, weil die... Das ist viel lustiger, wenn du die beim echten Schießen vergisst. Ohrenbluten oder wie? Bitte? Ohrenbluten oder was? Ach so, laut ist das gar nicht. Du hörst nur noch einen Tinnitus. Ach komm. Die sind mir einmal rausgefallen beim Feuerüberfall, danach war zu Ende. Können Ohrstöpsel rausfallen? Das frage ich mich auch gerade. Wenn man den vorschriftsgemäß einführt, also rechts und links in der Nase eins gehabt. Echt, die waren fortschriftsgemäß drinne. Ich glaube, nur wenn man den ganzen Wald abschleicht, kriecht und rumrobbt, dann fallen die irgendwann raus. Ich höre gerade so ein leichtes Mimimi in deinem Ton. Ich finde es sowieso ist das nicht kontraproduktiv, du versuchst dich anzuschleichen, so wenig Töne wie möglich zu machen, aber du hörst gar nicht, wie viel Geräusche du machst, weil du Ohrenschützen drin hast. Naja, das hört sich nach einem Du-Problem an, nicht nach einem Wir-Problem. Genau. So, wir sind jetzt im eingezeichneten Feindgebiet, also bitte aufs minimal zu reduzieren, dass ich quatsche. Echt mal, was ist unser Feuerstatus? Auf verkannten Ziel feuerfrei. Feind. Also auf dich schießt, schießt zurück. Also gelb. Semi. Da sind 2, 4, 6, 800 Schuss. Ich glaube, das wird zu wenig sein. Gut, den Plan habt ihr alle noch im Kopf? Ich glaube, ja. Und bitte regelmäßig Meldung machen, wenn wir es wissen. Zwischen Lied sagt, dass bewaffnete Feinde an der LZ direkt sind. Und Zielpersonen sind in Gebäude drin. Also positiv aufgeklärt. Offroad bewaffnet. Ist das so richtig? Ja. Meine Grenadiere? Ihr wisst, wie man einen Granatwerfer benutzt. Ja.
Gut, solltet ihr diese bewaffnete Patrouille sehen, melden, sofort bekämpfen. Weg. Es ist neben Häuser sicher euer Prioritätsziel. Was heißt eigentlich CP auf der Karte? Was? Ein Droppoint? Checkpoint? Irgendwie sowas. Command Post? Ah, Checkpoint wahrscheinlich, ja. Okay, Jungs, 30 Sekunden. Aber wir seilen nicht ab oder so, ne? Nein, wir landen. Okay. Der A230 legt jetzt los. Ich befürchte schon das Schlimmste. Spanien, du bleibst bei mir. Suchen Sie. Sobald, Jungs, sobald wir landen, absetzen, Sicherung, dann, absetzen, Sicherung, ihr übernehmt. Also, Wilzer übernimmt den Süden, wir übernehmen den Norden. Genau. Mich erinnert die Mission an Far Cry 5. Fantastic. Bei den Helikopter. Auf, wird geschossen. 10. Ui. Keine Freunde sind da. Auf! Touchdown absetzen! Nikolai ist down. Wir werden schwer verwundet. Ich bin auch am Arsch. Kann ich nicht. Ich hab's gesmoked. Ja? Sag mal, macht der Helikopter auch gerade so komische Sachen bei euch? Seh gar nichts, ich bin. Oh. Wie viel Verlust haben wir? Zwei ist am südlichen Gebäude. Komm, bin schwer verwundet. Ich mach mich erstmal kurz selber. Heavy ist Tower down. Schaut das, Jungs, durchzählen. Und ich soll gehen. 3 schwer verwundet. 1 schwer verwundet. 2 leicht verwundet. 5 geht's gut. Dann treffen wir 1 versorgen lassen. Denen es gut geht, die sichern so gut es geht. Freund. Ja, check. Oh. Einmal dann. Mehr verschwinde nicht. Ich korrigiere, 1 ist gesund. Weswegen auch immer. Ja, es kam gerade der Segen Gottes. So. Achso, dann geht's 2 auch wieder gut. Wo steckt ihr? 2 Status grün. Beim Haus 1. Auf der Karte markiert. Das ganz linke. 3 ist am Verwunden. Lauf mal bitte nicht vor mir her, hier. Achso, ja, okay. Ja, ich hab dich nicht gesehen, passt. Ja, alles gut, ich. Machst du noch deinen. Nee? Ja, bin dabei. So. Hab nur Schmerzen, ich erlaube, ey. Aufs Dach zu gehen. Redder, warte, wo ist er? Gebäude ist aber noch nicht gesichert, ne? Fabian, ja. Okay, gut. Aber nicht allein, ich mit. Okay. Wer hat denn Zeit? Was mit Bob? Wo ist der? Stand. Hier. Ich denk, irgendwann der Schlange stehen, ne? Bob, hast du kurz Zeit? Nee, ich bin total am Arsch. Okay, gut. Ja, dann warte ich kurz. Ob das da verhandelt ist. Ich hab schon gesehen, dass sowas kommt. Ich kann grad nichts machen. Kannst du mir Elf hier geben? Was? Wegen Schmerzen. Hebe ich für Nikolai? Hebe hört.
Hockst du gerade da vorne am Baum unter der Wand? Ich hab gerne Schmerzen. Doch, das hast du. Jetzt geht's, danke. Jetzt geht's. Danke, ich bin wieder. Drei grün. Okay. Dann schnappst du dir Fabian und gehst mit ihm hoch aufs Dach. Okay. Okay. Wer auch immer, Bob, komm mit. Ach, Kreuze. Ja. Wir gehen aufs Dach von 2. Moment. Den Grenadieren geht's beiden wieder gut? Ja, dabei. Aha. Geht nicht? Doch, geht schon, aber ich hab. Warte kurz. Warte, lass mich vor. Lass mich. Ja, das SMG ist zu groß. Ich kann nicht. Geh runter. Schau, ob du um die Ecke gucken kannst. Nicht du. Ebi und Rain, ihr macht weiter wie wir vorhin. Also euch geht's gut, oder? Uns geht's wieder gut, ja. Wir haben jetzt. Flur ist safe. Mache hier die Tür auf. Ich folge dir. Warte. Kamera. Mach Tür auf. Könnte schon friendly drin sein, haben die zumindest gesagt. Safe. Safe, okay, gut. Mach du die Tür auf, ich spray rein, notfalls. Warte kurz, lass mich erst kurz die Treppe hochgucken. Okay, gut, ich mach Tür auf. Garage sicher. Achtung, rechts kann, könnte einer sein. Wir sind Freunde, falls ihr hier oben seid, irgendwo. Ja, wir sind hey, safe. Ne? Gut, dann gehen wir eins weiter. Bin hinter dir. Und springe. Die Dach sieht so weit safe aus. Haus ist safe. Haus 2 geclearet oben, ich übernehme jetzt Overwatch. Garage sicher. Hier ist noch eine Tür. Frage, kann man hier auch hoch? Im Haus vorne, bei der blauen Tür. Ich denke uns hinten. Halt den Gang. Fabian, Status? Bob und Fabi beide grün. Könnt ihr irgendwelche Feinde von da oben ausmachen? Negativ, aber wir haben guten Überblick, falls die Patrouille hinten lang kommt. Wir haben auf 220 Rauch. Fabian, siehst du da irgendwas? Habt ihr den geworfen irgendwie? Achtung, Gebäude 3 sind wir auf dem Dach. Nicht, dass ich wüsste, also den haben wir nicht geworfen. Der ist hier im Compound direkt drin, gell? Ich markiere Karte. Granate? Er ist im Hauptgebäude, SAS flashed. Gebäude 3 ist sicher markiert mit grünem Punkt. Hast du meine Hausschuhe? Nein. Brauchst du nicht markieren, die Meldung reicht mir nicht. Verstanden.
Richtung Nord, Nordost, 50 Grad. Da war einer. Reichweite ungefähr? Hat sich erledigt. Okay. Das Haus, das was explodiert ist. Gebäude 4 sicher. Rauch vor uns. Richtung Südost. Also das ist unser Flugzeug. Gehen nach innen auf, super. Fahrzeug. Richtung? Panzer bewaffnet. 210. Hauptstraße. Richtung 210. Komm. Schütze bekämpft, Schütze bekämpft. Das Fahrzeug ausgeschalten. Fahrzeug ausgeschalten. So verstanden. Er kommt nicht mehr runter. Nee. Oh, Schuss. Das war auf mich. Irgendwas von wo? Schießt auf Gebäude. Deckung, Feind aufklären, bekämpfen. Das sind Mörser wahrscheinlich. Ja, ich gehe auch von Mörser aus auf Gebäude 4. Ja, auf 2 ebenfalls. Geh Deckung. Das bringt mir nichts, ich stehe auf dem Dach. Egal wo ich stehe, wenn es Mörser ist, ist es egal. Ja, ich hab da reingeguckt und wollte ich da was eher machen. Irgendwo müssen die doch uns. Was Schuss? Aus Nord. Ja, vom Airfield. Richtung 340, ein Fireteam. 4 Mann. Dann Fabian, tust du übergeben, dass die bekämpfen jetzt bitte. Vier Tangos ausgeschaltet. 5. Sind immer noch.
Irgendwo. Bob, irgendwo ist keine Meldung. Mindestens eine Gradzahl. Ja, von Airfield. Irgendwo. Frage, kann das sein, dass unser Gunship auf die Feinde schießt, weil die gerade eben gingen die Schüsse auch eher auf den auf den Wagen und jetzt auf das Fireteam? Ja, ab und zu bekämpfen die auch Feinde, so wie es aussieht. Meine Grenadieren, welchem Haus seid ihr? Haus 5 ist sicher. Rücken vor auf Haus 6. So verstanden zieht man das Tempo ein bisschen an. Da ist er ausgeschaltet. Pass auf, ob da noch einer aus dem Graben kommt, okay? Ja, gut. Dann achte mal Richtung Haus, und dann achte ich Richtung Airfield. Ja, ja. Da warst du rechts und links der Graben, da kommen die gerne nochmal raus. Okay. Richtung Norden auf 0 Grad, auf das, hinter das Haus. Ah, ist down. Haus 6 und 7 ist sicher. Jawohl. Haus 8 ist ebenfalls sicher. Wie lauten die weiteren Befehle? Dann Hebi auf der Karte. Der Pfad für euch ist der mit Rot 1 markierte. Ne? Die Häuser, das gleiche wie bisher. Aufklären, gucken. So verstanden, wird ausgeführt. Fabi, bitte einmal runterkommen zu uns, in dem Gang, wo wir uns vorhin behandelt haben. Hi. Negativ, bleib bitte oben. Schuss auf mich. Zu Orten von wo? Keine Ahnung. Eben gerade war Beschuss auf mich. Panzerfaustschütze eliminiert. Hier irgendwo im Haus. Achso, doch. Kann das sein, dass die gegenseitig abknallen? Nee, das. Nee, nee.
Gnade nach. Hört sich nach einem bösen Kaliber an. Ja. Aber ich glaube, das war die Shotgun. Fabi? Ja? Das Haus auf 180 Grad, markant das da, wo Wäsche draußen zum Trocknen vorhängt. Das müsste begehbar sein, ihr müsstet aufs Dach vorkommen. Könnt ihr bis dahin bitte vorrücken? Und aufs Dach drauf gehen, Overwatch machen? Können wir machen. Dann, Schüsse von rechts, Ego. Unten ein Haus. Wo war er? Ja, an der Hausecke, an der Hausecke. Ja, oh, und der hat noch mich wahrscheinlich geschossen. Ja. Ja, komm. Warte, wir können chillen ein bisschen. Einfach marschieren. Okay, Haus ist safe, Haus ist safe, komm. Nee, ich hab noch geguckt, welchen Ausgang. Komm links rum, hier. Ist das Gebäude gesichert? Warte, warte. Schüsse von links. Okay. Ich springe rüber. Okay, mach. Kann springen. Ja, dann rüber. Ah, okay. Den kann man öffnen. Was, wir gehen hier hoch. Die Türen kann man hier öffnen, ne? Ja, komm, wir gehen hier hoch. Scheiß drauf. Wir sichern das nicht. Ich sichere nur, wenn wir oben sind. Wie geht's, meinen süßen Grenadieren? Angeschlagen. Wie angeschlagen? Ja, wir hören Fahrzeug auf der Hauptstraße im Westen. Hebi ist angeschlagen, arm und hat Schmerzen. Aber wird gerade behandelt. Jawohl, also verstanden. Oh, Fabi, wo bist du? Auf dem Dach. Vor dir ist irgendwo. Fabi, hast du Bob nicht mitgenommen? Ja, ich hab mitgenommen. Ich hab ein Fahrzeug, warte. Ich hab ein BTR. BTR auf 240. Wir waren es ganz schön weit, auf 240, außerhalb der Stadt BTR. Nimm doch die Panzerfaust. Ja, werde ich jetzt auch machen, warte. Was denn? Ich höre ihn da, aber ich... Ah, da, links. Hab sie. Achtung, Rückstandszone und so. Ja. Yep. Steh neben dir. Ich bekämpfe den Panzer so bei, mit der Panzerfaust, die ich aufgenommen habe. Wir haben auch noch HE-Granaten, ne? Warte, bis er stehen bleibt. Wie weit ist der weg, was schätzt du? 300, 350. Okay. Verschoss, runter, auf uns, vom Panzer. Habt ihr das schon weitergegeben ans Gunship? Ja, Modus soweit gereicht. Okay, gut. Wir sind nicht geflickt jetzt hier oben. Dann geht ein Decken, Kopf runter. Ja, nee, wir müssen einfach kriechen, dann kriegt das nicht. Alter, ist die Sonne auch so hell? Der ist jetzt direkt an unserem Gebäude dran. Im Endeffekt. 100 Meter weg. Erstmal gucken, ob er noch da ist. Er ist da. Warte. War das nur ein Schuss gewesen? So, Spur 1 ist sicher. Ich schau gerade.
Hörst du mich noch? Ja. Fuck, tut mir leid, wir spacken gerade alles rum. Nee, ich hab noch eine, ich hab noch eine. Ja, gut. Warte. Einer hat hier Dauerfunk. Boah! Los, Fabi, das ist deine Chance. Ich lenk ihn ab, warte. Ja, er ist getroffen. Feuer unterstützt gut. Boah! Aber MG okay. Ist funktioniert. Dann bleib in Deckung. Lass den ersten. Wuhuuu! Panzer 2 Hits. Er ist down. Panzer down wahrscheinlich. Negativ. Jetzt down. Beschüsse von rechts irgendwo? An meine Grenadiere, neues Ziel für euch auf der Karte, Marker 1 grün. Bitte haltet die linke Seite des Gebäudes, oh, die Seite, die ihr seht von unserem Zielgebäude, bitte in Sicht und sichert diese ab. So verstanden, linke Seite absichern, Straßenseite. Schaut mal, ob er oben aufs Dachdruck kommt und wenn, haltet ein bisschen gleich Overwatch in alle Richtungen, ob er irgendwas sieht und dementsprechend... Alter, ich wäre noch mehr für Action, und du? Wie bitte? Ich wäre noch mehr für Action. Brauch aber in absehbarer Zeit ein Medivac, weil mein Arm geht immer wieder auf. Verstehe ich gerade nicht, deswegen. Alter, ich wäre für mehr für Action. Ja, ja, bis Action geht noch. Kann man hier rüber? Da ist es, wenn du zurück kannst. Sieht ein bisschen hoch aus, ne? Ja, zum Zurückkommen wieder. Naja, wie sagen sie immer, runter kommen sie alle. Jungs, Grenadiere, seid ihr schon an dem Haus? Positiv. Da ist eine Zielperson, deeskalieren, wirken, Person festsetzen. Schnellstmöglich. In dem Gebäude. In der Nähe des Gebäudes, auf der Straße angeblich. Reaktion Grenadier, HE-Granate geladen, alle wagbar. Oh, Schuss auf links. Fabi startet. Fabi, ich bin. Ach, ach, echt jetzt? Fabian, bei euch schon alles gut? Jungs, Status mit den Gefangenen? Kein Sicht auf Gefangenen, hier ist keiner. Läuft da irgendein Zivilist rum, der irgendwie besonders aussieht? Negativ. Anstellung halten, in dem Gebäude irgendwie aufklären, ob da noch irgendwer rumläuft.
Fahrzeug. Wo? Warte. Richtung Ost-Nord auf 60 Grad. Fährt ein Jeep rum. Wo? 60 Grad auf der Straße kommt das Zeug. Kämpft schon. Helikopter. Der grüne Jeep im Nordosten ist. Ja, genau. Ja, check, Havok hat sich drum gekümmert. Nikolai für Heavy. Ist gerade am Funk. Ich hasse es, wenn das so still ist. Ja, es sind ein paar wenige Gegner, vor allem für uns. Ich meine, für die SAS-Typ ist es sicherlich großartig, die hatten richtig was zu tun da drinne, aber naja. Ja. Aber ich habe bis jetzt mit der DMR eine 100%ige Trefferquote, von dem her. Ja, ja, Streber. Streber, ja. 100% Trefferquote, 5 Kills kann man so machen. Jungs, alle mal anhalten bitte, nicht weglaufen. Der Hebi könnte einen Medi gebrauchen. Sonst kipp ich gleich um. Hebi, Position. Immer noch dieses Gebäude. Moment. Weißt du, was geil wäre? Gebäude Grün 1. Ja, so verstanden. Ich und Red Eye kommen. Wenn wir die Straße kommen, mit. Dach. Das wäre Selbstmordkommando, aber egal. Wenn wir jetzt die schwarzen Auto klauen würden, damit durch die Stadt fahren würden. Das wäre nicht gut, oder? Willst du vom Blitz zerschlagen werden? Nee, lass mal. Ich weiß, was Antares ist. Wobei Antares ist gar kein OPZ. Haha. Wollen wir riskieren? Nee, ne? Ich bin sowieso schlecht. Immer wenn ich mitspiele, bin ich sowieso derjenige, der Scheiße baut. Das kann ich eine Mission mal nicht machen. mein Granny-Trupp. Wir machen gleich einen Ausflug. Wir kommen zu euch, verarschen uns. Ja, merke ich mir. Deeskalation brauchen, da unten haben wir Deeskalation. Mhm. Verstanden. Ich hätte schon Bock, irgendwie einzusteigen, einmal durch Dings durch. Steht, die nicht rausnehmen kann. Fabi! Aye, aye, Captain. Jawohl, so verstanden. Hat der gerade Fabi gesagt oder was hat er gesagt? Mhm. Fabi? Ja. Komm mal zur LZ schnellstmöglich. Okay. Und die Grenadiere auch schnellstmöglich. Ich auch? Bob nehme ich mit. Die wollen mich nicht. Alles klar, ich bleib hier. Ich lauf so fein drüber. Bin ich schon fertig oder was? Letzten Funkspruch bitte wiederholen. Wo soll der Grenadiertrupp hin? Zur Landezone. Ei, ei, kein Fahrzeug, ne? Nein, haben wir nicht. Okay. Ich kann ein Fahrzeug besorgen. Wie? Granit, komm mal mit. Ja, hol mal. Hebi hat Knieprobleme. Ja, dann bleib vor Ort. Fahrzeug. Fahrzeug kommt durch. Check. Fahrzeug. Schwarze. Ist der SAS-Trupp, der die HVTs wegbringt? Wir sind jetzt Nordseite des Gebäudes dran, Richtung Straße. Ich fahr! Du fährst dich die NZG. Ja, mach das. Oh, Kollege, mach mal Platz, wie die Profis kommen.
Na kurz, warte, ich muss an. Bevor du zu Gunners jetzt. Jetzt kann's los. Boah, was war das? Egal. Haben das Fahrzeug, kommen zur Landezone. Gehen wir noch mal hoch, hm? Dumme Frage. Was wollt ihr denn? Alle rein. Ah. Wohin? Markant, Marke 1 hier. Kriegen wir gegenüber. Da müssten diese beiden Grenadiere schärfe Wunde irgendwo rumgehen. Führ mich mal. Jetzt rechts. Da vorne links an der Mauer stehen wir. Nein! Stopp, halt, halt, halt. So, Medic aussteigen oder alle aussteigen. Rundumsicherung, alle ins Gebäude ran, fahrt. Sitzen. Was hast du gemacht, Team? Ich geh aufs Dach. Ich bin Fahrer. Ja, voll abgeschossen. So ein Drecksack hat sich richtig blöd hier erstes OG in dem Haus rein, wo wir die, die Einser... Der Straße hier, ein bisschen weiter die Straße runter. Warte, den rechten Arm. Nee, direkt hier in dem Zielgebäude hat sich einer drin versteckt. Und hat, hat halt gelegen und hat sich so positioniert, dass er direkt hinter so einer Tafel war. Und mussten wir erstmal entdecken. Ja, hat leider Schiss aber gesehen, dass hier welche an der Straße runter sind. Die habe ich auch geknallt. Auch in den Häusern versteckt, die auf euch geschossen hatten. Willst du was? Das SAS-Team baut jetzt eine Fahrzeugblockade um das Zielgebäude rum auf. Ihr stürmt und nehmt, sichert die Zielpersonen. Komm. Echt? Nicht bewegen, Hebi. Irgendwas, was da Zielpersonsmäßiges drin ist, bei Marker Zielperson. Wahrscheinlich Ziel ist unbewaffnet, komm. Das war auch der vorherige Befehl, so verstanden. Ja, eindringen wahrscheinlich erst bei Sicherung von. Wie heißen sie? SAS. Wir müssen noch Verletzte versorgen und dann müssen wir gucken, wie wir unseren eigenen Transport organisieren, weil wir haben einen Platz zu wenig im Fahrzeug. Ja, notfalls laufe ich auf dem Boot. Oh. Uff. Nix, ich könnte, wenn dann höchstens zwei da also lassen, ist ein bisschen weiter weg. Und dann mit dem Rest quasi anrücken, das würde gehen. Aber komplett komme ich nicht hin, ich habe keine Fahrzeuge. Fahrzeug? Westseite? Das sind eigene, können das sein? Funkspruch wiederholen, komm. Ich habe nicht genügend Sitzplätze, um alle mit dem Fahrzeug da hinten hinzubringen. Ich könnte aber zwei hier lassen und dann hinfahren. Wo seid ihr eigentlich gerade? Immer noch bei Marke 1, ich muss nur noch einen Verwundeten behandeln. Marke 1 rot oder Marke 1 Marke 1 grün. Okay. Ja, schnappt euch eine Karre, ihr sollt aus Richtung Süden in Komfort-Zielperson 1 fahren und Zielperson sichern. Okay, sind schnellstmöglich auf dem Weg. Wer möchte hier bleiben? Ich kann kurz da bleiben. Holt der Hauptsache, ihr holt mich danach wieder ab. Ich überlebe erstmal alleine. Ja, alleine sowieso, wenn du bleibst, hier mit mir. Okay, ja, gut, dann fahren die anderen und sollen uns einer wieder abholen. Das machen wir so. Jungs? Ja. Kommt mal alle zusammen, bitte, außer mein DNA-Schütze. Falscher Funk. Sorry. So, alles klar. Check. Mein TV. Dann ihr schnappt euch das Auto. Ja. Fahrt dann zu Marker Zielperson und ihr sollt von Süden her quasi den Kompound sichern. So verstanden? Check. Und Zielperson festsetzen. Den kann der auch anbrüllen, ja? Ja. Nur, okay. Habt ihr mindestens eine Kabel dabei? Ja, ne? Ja, ich, drei. Ihr alle, wie ihr gerade vor mir steht. Ich und der DMR-Schütze bleiben hier, weil ich alleine keinen hier lasse. Okay.
Die Führung vor Ort übernimmt der Medic von hinten und ihr hampelt vor ihm rum und macht das, was der Medic euch sagt. Alles klar. Sollte was sein, funk mich an, ich funk dann zum anderen Trupp. Ja? Also, gibt ja, also links ist das Gebäude hier, Compounds die Person zu sichern und da die Leute gefangen nehmen. Richtig, von Süden aus den Compound stürmen. Ihr müsst zu Fuß euch und auch Richtung Blue aufpassen. Zielgebäude bewegen, Zielperson. Ready? Genau das, was ich an meinen DMR-Schützen auf dem Dach, ich muss reconnecten, ich habe einen FPS-Bug. Okay. Bob, wir laufen. Bob. Ja? Wir laufen. Wie wir laufen? Ich dachte, wir fahren. Nein, wir laufen. Ach Mann, oh. Okay, Straße oder Querfeld ein? Ja, Feld ist kürzer, oder nicht? Ja, natürlich, viel kürzer. Weil wenn wir ja, jetzt hier einen auf Pac-Man machen, dann dauert das einen Moment. Dann laufen wir vor. Okay, dann. Ich würde ordentlich laufen und ordentlich absichert auch, ne? Nicht ja. Einfach so hier querfeld einlaufen über die Wiesen und so. Ja, natürlich. Ein bisschen gehört ja schon zu. Ja, wobei die Straße ist immer auf. Du musst dran denken, von oben schaut uns einer zu. Ja, dann potenziell erstmal zu dem Gebäude und dann darüber. Hi, ne? Kommst du denn her? Ja. Aber auf einmal ein bisschen in der Reihe mitbleiben hier. Yep. Ja. Deckung wie Mauer, ne? So steht's drin im Lehrbuch. Aber geduckt und nicht so wie du. Ja, okay, dann geduckt. Perfekt, ich bin neu in dem Job. Ja, dann. Ich weiß noch nicht, wo wir lang müssen, ne? Also, ich habe keine GPS und nichts. Rechts, rechts, rechts. Die Straße entlang, rechts. Spring mal rüber. Eins. Drei. Wir müssen dahin, wo ich gucke. Ja, wir müssen quasi jetzt Richtung Richtung Osten. Ja, richtig. Gut, dann. Ja. Eine Frage habe ich jetzt mal. Wenn der Teamlead sowieso reconnecten wird, der sowieso reconnecten muss, wird er doch sowieso gebeamt. Warum bleib ich dann eigentlich noch hier? Oh mein Gott. Wieso bist du überhaupt zurückgeblieben? Ich dachte, du kommst mit. Ich dachte, ich soll warten, das ist ja eben die Frage. Ja, du wartest mit dem Leader zusammen. Ja, der Leader ist nicht da. Uff. Ich dachte, wir gehen jetzt alle zusammen. Ja, egal, passt schon. Ja, gut, dann ich dachte, wir gehen jetzt alle egal. Einfach weiterlaufen. Ein, springst du wieder rüber? Ja. Reinspringt. Letzter springt. Check. So, jetzt was ist effizienter? Kannst du da rechts reingucken, wie offen ist es da? MG-Schütze? Wo denn? Ja, da die Straße, wie offen ist das? Wie viel Deckung haben wir da? Es geht, wenn wir hier zur Baustelle mal von Haus zu Haus stürmen, geht das. Ja. Yep. Alles klar, dann. So, bin wieder da, wir kommen jetzt hinterher. Ich höre ein Fahrzeug. Zaun. Er ist über Zaun, ne?
Hier rechts ist eine Lücke. Ja? Hä, bin ich blind? Bitte wiederholen. Oh ja, sorry. Ich hab's nicht gesehen. Hier, Denred. Der Obermufti von eurem. Ist Nikolai wieder da? Ja. Ich glaube. Okay. Oder ist der da? Also Anmerkung, ja. Ich kann nicht zielen. Ich habe einen Streukreis und Bewegung wie Du musst Alupolsterschiene haben. Hab ich nicht. Braucht der nicht. Fahrzeug? So, wie geht's jetzt weiter hier? Ja, das sind unsere. Ja, hier hinten rum. Dann mit dem Gebäude dort hinten. Bob, weiter. Bob, hier. Jungs, wo seid ihr genau? Ihr seid nicht mehr? Wir sind bis gerade an uns vorbeigefahren. Sind hier bei den Baustellen. Na komm zurück, das sind unsere. Das ist glaube ich ein feindlicher Helikopter, kann das sein? Orca? Ja, Feind! Der landet! Dann hier, Stellung in der Baustelle. Feuerstatus auf Heli. Nie auf den Heli, hier Baustelle rein und Schutz zu. Bitte, ich kann so geil die Leute rausschießen. Pause, Pop, Baustellen. Schüsse. Ja, sind unsere. Schütze getötet. Der Helikopter tot. Kommando zurück, alle in die Baustelle, sucht euch eine Position, dann werde ich abgeholt. So verstanden. Fuck, wo ist unsere Position? Westlich von dem Dach 1, laut östlich. Ja. Wo das schwarze Fahrzeug steht. Eigene Position auf Karte markiert. Falsches Gebäude. Eins weiter. Gut, eins weiter rechts. Dann ab ins nächste Gebäude. Wir gehen da, wo unser Marker ist. Kontakt 10 Grad. Kontakt was? Eine Person mit Waffe. Wow, mehrere! Bekämpft. Dann Stellung hier in dem Gebäude halten. Mann, jetzt dürfte ich gar nicht mitschießen. Die haben mich auch gerade so gesehen. Ist vom Westen der Audio-Kontakt von uns? Naja, ist Helikopter, sorry. So. Ey, Jungs, Fahrzeug. Jetzt gucken alle in eine Richtung. Geht gar nicht. Bitte? Gerade haben alle in die andere Richtung geguckt, deswegen habe ich Richtung Norden geguckt. Ja, ich habe auch. Ich auch. Norden sichert. Grenadier 1, 2. DMR-Weststraße. Ich sichere den Ost-Süd.
Suche, jetzt steht er gut, so ist gut. Hexerei. Schwarze Magie. Deshalb ist das Fahrzeug auch schwarz, ne? Mein Frauchen. Na, da kostet man nicht so nach. Schon so echt mal ein Squadchen spawnen. Das ist ja Assi. Das ist nicht das letzte Squad, das kommt, glaub ich. Helikopter? Das ist weg, glaub ich, oder? Klingt ein bisschen auch wie unser Gunship. Ich hab mal einen Helikopter auf, was ist das für einer? Das war einer. Bob! Was für ein Helikopter ist das? Keine Ahnung, weiß ich nicht, frag mich nicht. Ja, dann sag das doch so. Das ist Helikopter unbekannt. Du weißt Bescheid. Kontakt Nord 2. Nord. Danke, ausgeschaltet. Genau bei mir im Baum davor hier. Ja, Dito. Genauso geht's mir auch, wa? Nix gesehen wegen der Scheiße. Schwarze Rauchwolke auf Osten auf 110 Grad. Bitte sag, sie sind abgestürzt. Das ist weiß. Nein, 110. 110, 120. 110, ja. Ja, wahrscheinlich bloß Frack, entspann dich. Ja. Aber müsst am besten auch. Weiße Rauchwolke auf Norden. Ja, da waren die Kontakte, alles gut. Okay. Gunship hat gepupst. Für Schüsse? Schlecht einsehbar, ungefähr 20 Grad zwischen beiden Häusern, LMG. Unterdrücken, MG einfach in die Richtung schießen. Unbekannt. Ist er jetzt hier rechts quasi Richtung 25 Grad in dem Gebäude oder was? Ja, so kann man sagen, da dazwischen ist so ein Komplex und Garten. Ja, genau, da habe ich auch die Gunfall gesehen, aber ich konnte nicht bekämpfen. Wird er verletzt? Ich war eben verletzt, ja, aber jetzt muss ich wieder rein. Soll ich meine Granate schmeißen da oder was? Ja, so toll erwischt. Unbekannt. Ich weiß nicht genau, wie weit er rein ist. Steh nicht auf, Happy, ne? Was? Steh nicht auf! Nee. Kann sein, dass du vielleicht nicht eine Kugel von mir kriegst. Ja, okay. Soll ich im Fenster mal reinwerfen da oder was? Anderer Fahrer absetzen. Mach doch. Jungs, aufsitzen, E-Weg ist da. Falscher Funk. Aufsitzen, E-Weg ist da. Hopp. Erstes und drittes Fahrzeug ist unser. Dabei. Los. Go. Welches Auto jetzt? Erstes und drittes. Einhebeln, ein, absitzen. Boah, Bruder, ey. Das ist so schlimm mit dem Zäunenlöcher, ne? Oh, ich hab keine Ahnung. Erstes und drittes Fahrzeug, richtig? Jo. Vier sitzt. Drei sitzt. Ja, sind voll. Fahrzeug 3 auch voll.
Wenn die anderen voll sind, dann schnappt euch den, der da noch steht. Dabei! Check. Hallo. Eins sitzt. Was? Ah, Nico, der ist mit der Antwort. Ist jetzt noch einer nicht aufgesessen? Ja, check. Zwei. War das jetzt ein Ja oder Nein? Ja, es fehlen noch zwei. Denn wir haben noch ein Auto da stehen, setz dich da rein und dran. Mir fahren? Nee. Geht gar nichts, ja. Sollen wir auch mitfahren? Er ist das letzte Fahrzeug. Wir sind das letzte. Gut. Ja, mit dem Neuer. Wohin jetzt? Fahrzeug umgekippt. Also, wo rennt ihr? Wo seid ihr? Nikolai? Bitte wiederholen? Hier bei den anderen in dem Graben drin. Dann sucht ihr eine Absicherung. Brauchen zweiten E-Weg. Jo, Bob, was los? Warum humpelst du? Ich mache ihnen was. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich mache einen Schützengraben aufbauen. Zwei ist am Evac Point. ETA bis 50. Bauer Schützenkram auf. An alle 10 Minuten ist Helikopter da durchhalten. Aber wo soll ich jetzt hinkommen eigentlich? Soll ich zum Evac Sammelpunkt. Da wollt ihr alle hier so auf den Hock der Stick. Beim geflippten Fahrzeug. Achtung. Ja. Wieder. Wo ist mein DMR-Schütze? Ey, ich bin an der Ruine. Dann mein Trupp bitte zur Ruine, den dementsprechend sichern, alle Richtungen absichern. Dauert einen Moment, ich will ihn Graben bauen. Zwei baut gerade Schützengraben Richtung Turm, Richtung. So, er ist aufgebaut. Kann noch mehrere. Von der Ruine Nordwesten steht. Grün. Offen steht. Meine Jungs sind oben in der Ruine drin. Ist aufgebaut. Ost steht. Check, West steht. Noch ein weiterer Schützengraben aufgebaut. Kreuze. Ja. Fahrzeug?
Welches? Keine Ahnung, ich höre ein. Ja, muss am besten so sagen, von wo am besten. Unbekannt. Audiokontakt kommt ungefähr Richtung 50 Grad. Kommt näher. Hört sich ein gepanzertes Fahrzeug an. Zwei Stück. Ne, Helikopter. Chinook aus Richtung Süden. Breit machen für die weg. Wenn ihr landet, Rauchgranaten auspacken, alles einhebeln. Und bei Gott, passt auf, dass ihr keine Scharfgranaten schmeißt. Weitere Schüsse Gramm auf Bord. Drei ist nicht im Helikopter. Gute Landung noch. Ich geh aufs Gebäude hoch. Fahrzeug gepanzertes Fahrzeug, unbekannt. Nehmen wir das erste oder wie? Grün. Ich bin auf dem Gebäude. Ja, super. Ich bin im Gebäude, check Richtung Osten, eine verletzte Person bei mir. Ich gehe schützen. Oder ich gehe als Fahrer, dann geh du als Schützen ein, wenn es geht. Hat nicht zu klappen. Dann gehst du in einen anderen Fahrzeug. Ich glaube, die haben noch Platz. Media, kannst du mich mal navigieren? Ja, so verstanden. Navy? Ja, ich höre dich. Ich habe gerade mit Navy Kontakt. Was brauchst du? Wir sind außerhalb der Stadt eine SI-Gründen. Navy, wir sind außerhalb der Stadt eine SI-Gründen. Wurde es auf den Takt durchgegeben. Wir sind schon auf dem Weg. Zocker, Bob Max hat einen Punkt, wo wir dann SI machen. Die Absturzstelle von Chinook. Hast du das so mit, Zocker? Was ist der denn? Ja.
schon markiert? Eben auf Toilette. Check. MG-Schütze, Frage Status. Fahre mit einem Auto mit, bei Media mit. Wieso? Weil ich nicht, nicht rechtzeitig in den Heli eingestiegen bin. Check. Ich glaube, das war geplant. Frage noch, wer in, am Evac Point gewesen, ohne, so, nicht losgeflogen von unserem Team? Ich meine, es wären alle eingestiegen, wie ich das mitgehört habe. Ich habe jetzt ein rotes X draus gemacht. Da ist mal die Absturzstelle. Da ist mal die Absturzstelle, mehr kann ich dazu nicht sagen. Da sollen wir hinkommen. Ja, Mann, wie ist Befehl? Ne, wie habe ich das so richtig? 1, 7, 5, 1, 3, 3, 7. Heavy meldet sich zurück. Punkt von Honey Bob. In der Stadt. Ja, aber der Punkt war in der Stadt. Nicht, dass wir was verwechseln. So verstanden. Wir müssen dann kommen und die abholen. Wir haben keinen Platz, Media. Ja, keine Ahnung. Hat einer hinter uns, oder was? Ja. Navy? Was ist dein Plan? Der Rest, der hier bleibt, sammelt sich bei mir. Wir bauen eine Sicherung hier auf. Nee, dann leg dich hin. Holy, zu mir. Wir bauen jetzt hier eine Sicherung auf. Ich hab das hier gemacht. Wolf, geh in die Sacke hier rein, dass wir hier eine Sicherung haben. Ihr sucht euch einen E-Wegpunkt einfach draußen und markiert den. Das muss jetzt alles ein bisschen sporadisch ablaufen. Fahrt aus der Stadt raus und sucht einen E-Wegpunkt. Sind. Das sind die beiden Chinook, die jetzt hier sind. Von meinem Squad-internen Funk hat mir gerade gesagt. Anscheinend sind da noch ein, zwei Leute oder so. Alles klar, dann suchen wir, dann fahren wir im letzten Fahrzeug bei denen vorbei. Sagt denen, dass sie sich irgendwo vergraben sollen und markieren sollen. Schön an der Straßenseite. Check. Was ist mit ihm denn los gerade? Schneider, Status. Achtung, Springer. Ben. Egal, dann fahrt durch. Fahrt durch eine freie Fläche und dann tut da die Leute ausladen. Wir sind noch schön abgerückt. Ich wusste, da haben sich Meter, da haben wir Sicherungspunkt aufgebaut. Schluss mit einem Leuten dahin. Red Eye wiederholt, hab ich gerade nicht von mich gehört. Nee, alles gut, alles gut. Gib Nemis durch, dass sie die ganze Operation von oben denken. Nee, nicht mal. Wünsche bei euch. Okay. Wo ist der Teil?
verteilt euch mal ein bisschen in der Gasse hier drin, dass wir nicht alle so ein bisschen eng aneinander hocken. Ich schmeiß hier einen Feind eine Granate rein, dann sind wir alle down. Ich hab diesen. Wow, Beschuss auf mich. Ja, ich bin jetzt. Wer ist hier der Verletzte? Ein Platz im Fahrzeug ist noch frei, der Verletzte ins Fahrzeug. Die haben Probleme gerade, die haben da Probleme. Reusi, du kannst aufsitzen mit deinem Platz 2. Einfach ein Pick, der mit mir fahren kann. Herbert! Was denn? Dahin! Auf die Sicherungsposition, wir kriegen aus der Richtung Feinde! Warte, Gott! Aus welcher Richtung kriegen wir Feinde? Aus linken! Was? Okay. Yep. Hier in dem Haus ist noch einer. Haben wir sonst irgendwo noch Leute? Ja, drei Mann noch. Also der Rest von Helbock ist auf jeden Fall hier. Okay, und ihr habt gesagt, ihr habt noch Leute am Evac-Punkt am Alten. Nee, negativ hat sich alles erledigt. Alles klar, also wir haben alle hier in den Abis. Du willst aus die Fragestatus von meinem Team. Alles. Dann frag mal bitte bei Blitzau nach. Alles klar. Check deine Position. Elchi, kurze Frage. Ja, hört. Auch in der Gasse hier? Oder würde nehmt ihr mich irgendwie gefesselt mit oder soll ich. Ergib dich mal, dann nehme ich dich gefesselt mit. Ja, falls ich das überhaupt machen kann. Nee, ich glaube, wir können noch nicht mal uns ergeben, Basuel. So. Achtung, wir haben feinen Kontakt bei dem Durchgang da bei dem Haus. Ich brauche da mal eine Absicherung. Nicht, dass ihr uns hier alle ummäht. Ja, in welche Richtung? Das wäre interessant. Richtung West. Okay, ja, ich deck aus mit MG. Echt decker Süd. Bist ja einer von uns. Du bist 4, oder? Snyder? 3. Ist nicht mal mehr zu ergeben. Ja, alles gut. Das ist so. Von wem ist das der Schütze da oben auf dem Dach? Hat er wenigstens einen Buddy da? Hat er einen Buddy wenigstens so? Ist es dein Buddy? Oh, scheiße. Gut. Dann sag ihm, dass er mal runterkommen soll. Wenn er da oben alleine ist, dann kriegen wir das nicht mit, wenn er darum geht. Oder schickt zumindest mal einen hoch. Fabi! Ja, hört? Komm runter. So, ich bin Chino. Fahrt mit dem Fahrzeug hinaus. Keks ist bei mir Media und Rodi ist halt beim Helikopter schon, gell?
komplettes Haus explodieren. Kaputt gegangen. Einmal zu Heavy, den durchchecken. Gib mal bitte der unserem Gunship durch, dass die unsere Position sichern. Wir kriegen hier immer mehr Kontakte rein. Jungs, was ist denn das für ein Spacing, was ihr da macht? Ja, hört. Okay, dann haben wir alle Leute auf jeden Fall bei der LZ oder hier. So, somit haben wir jetzt wenigstens wieder ein Teil, wenigstens ein komplettes Lagebild, wo unsere Leute sind. Das war gegen die Hausmauer. Nikolai sagt bei den Leuten, dass sie hier nicht um die Mauer rumlaufen. Ich will nicht, dass hier jemand down ist, dass er es nicht mitbekommt. Und dein Mann ist immer noch da oben. Ja. Ich muss mal 20 cm vorrücken, dann den Beinen gucken auf der anderen Seite raus. Erklärt den Schuss hinter die andere Mauer. Okay, Nikolai, da ist ein Fahrzeug da, lad von den Leuten so viel es möglich, geht rein. Wo sind die ja, Nikolai? Nikolai im Funk. Das Fahrzeug voll machen, egal mit welchem Team, einfach voll machen. Voll machen und losfahren. Voll machen. Ah ja, hier wird. Ja, genau. Richtung West hier, Heli. Die Mauer meine ich. Ja, anscheinend nicht. Wie was ist der Grund dafür, dass wir nur ein Fahrzeug zur Verlegung gerade die ganze Zeit haben? Wo ist das andere Fahrzeug? Eins ist über Kopf gegangen. Das andere müsste eigentlich auf der Straße noch stehen. Ja, einsteigen, abbauen, einsteigen. Aufsitzen, einfach aufsitzen. Wir brauchen, dass die Leute jetzt rauskommen. Wayne, hast du gehört? Herbert? Ja, sicher, aber wir sind die Sicherung, aufsitzen. Ne? Voll. Sicherung aufbauen. In der Gasse. Lass uns in der Gasse die Sicherung aufbauen. Ja, okay. Pass auf, Nikolai, wir haben hier aus der Durchführung die ganze Zeit auch Kontakte, nicht, dass wir die Seite wegschießen. Genau auf der Westseite. Nicht schlimm. Wir bleiben jetzt in der Gasse. Am besten nicht gucken, einfach nur die Gassenenden absichern. Die Sicherung gewährleisten, du gehst hier vorne an die Ecke. Jo. Wir brauchen zwei Fahrten nochmal. Als nächstes fahren Fabian und Wayne und Snyder. Ihr bewandt das nächste Fahrzeug. Fabian und Red, ich bleib hier. In der Gasse zähle ich 6 Mann. Heilige Scheiße, sind ich. Bitte? Ja, als Externer. Fabian, Snyder und Wayne nehmen das nächste Fahrzeug. Nikolai und Red. Bitte? Alles gut. Es ist überhaupt ein Wunder, dass wir diesen Schein. Man kann aber auch zum Schluss kommen, das sind nicht das Ding. Nein, wir brauchen nur irgendwie schon mal ein System, dass wir wissen, wer hier weggeht. Weil ich hab MG, ich glaube MG ist besser zur Verteidigung.
abfahren für den haben wir alles gut. Nur einfach alles zu smoken, wir haben genug Smokes. Zieht euch weiter in die Gasse zurück. Längst ist Durchgang. Pass auf. Wie viele? Wie viel Platz? Wunderbar. Wir fahren, dann ist es hier eine einfache Fahrt in die Einfahrt. Da können wir alle aufsitzen gleichzeitig. Dann fahren wir schnellstmöglich raus. Okay, nächstes Fahrzeug, Kolonne kommt zwei Stück. Wir können alle gleichzeitig aufsitzen. Einer kann noch bei uns. Einer kann noch bei uns einsteigen. Mach ja. Meldung, wenn wir alle drin sind. Ja, aber gut. Drei Sets. Stopp! Okay, gesehen. Vier Sets. Team Sets. Durchstarten. Der sitzt. Ja, wird doch noch nicht reingescheucht. Das weiß ich noch. Das sagt er nicht. Mach ich doch, hallo. Baby, das war anstrengend.
Ja, das war echt, ey. Das war definitiv anstrengend. Ich brauche jetzt definitiv eine Aspirin, ey. Ich brauche Urlaub. Aber jetzt haben wir schon für ein bisschen raus. Noch sind wir nicht raus. Janik, also, ich wollte gerade sagen, ich hab mich auch gerade in Sicherheit gefühlt, wo der Helikopter abgeschmiert ist. Ja. Janik, ich hasse dich für die drei Funkkreise. Aber so der Mann. Ich hab's genau gewusst, wenn ich in diesem Fahrzeug drin sitze, stürzt es ab. Ganz ehrlich, ich hab das komplette Konzept Mission jetzt über den Haufen geworfen. Eigentlich wollte ich was ganz anderes machen. Am Anfang wollte ich, dass das ganz schnell geht und ihr die drei HVTs einfach so schnell wie möglich rausholt, dann auf dem Heimweg nach Hause abgeschossen werdet, notlanden müsst und dann euch sozusagen das in eine Verteidigungsmission umschlägt. Aber deshalb musste ich komplett über den Haufen werfen, weil die erste Chinook aus irgendeinem Grund explodiert ist. Die zweite Chinook wurde dadurch, dass ich nicht drauf aufpassen konnte, wurde ganz Infanterie da zersiebt, was echt scheiße war. Oh, heute ist so viel schief gegangen, ey. War trotzdem sehr cool. Janik, ich hab ne Frage. Ja. Ist der Helikopter abgestürzt, weil irgendwer anders drauf geschossen hat, oder war das die DNR? Was der meinst Gegner, du? Der Gegner, Helikopter. Die KI wurde rausgeschossen. Okay, ich bin raus, ich steppe im Kreis. Bis dann. Warum? Warum, Fabi? Weil er die KI rausgeschossen hat. Von was? Aus dem Heli. Hä, warte, aus welchem Heli? Die eine Mi. Du hast doch gerade gesagt, die Mi wurde KI rausgeschossen. Ach so, nein, aus der Mi? Nee, das hat die Dings gemacht. Ah, okay, wollte gerade sagen, weil sonst, das hätte mich gewundert, da wäre ich richtig lucky gewesen. Die Mi hat Taras gemacht. Okay, gut, weil ich habe nämlich hinten die Gamma rausgeschossen alle und plötzlich ist sie explodiert, genau als ich geschossen habe. Da hat es mich doch gewundert. Ups, da habe ich doch das falsche Kaliber reingepackt. Ja. Wenn ich jetzt aus dem Zeus gehe und gleich noch sehe, dass irgendwie drei Leute da hinten in der Stadt sind. Dann tu es nicht. Kann ich sagen, es waren alle am Abpullpunkt oder bei uns noch am zweiten Wegpunkt. Ja, eine kurze Frage, ja? Hab ich aus Versehen das eine HVT erschossen? Ja, hast du. Scheiße. Das war richtig unlucky, weißt du, der eine Typ schießt aus dem Compound. Erst kommt dann Bewaffneter und dann Unbewaffneter. Ja, das Problem war, der Unbewaffnete stand mit dem Rücken zu mir und in der Laufanimation. Und das sah halt echt so aus wie einer mit einer Waffe. Ja, und ich schieß drauf und beim Wegfallen sehe ich halt, dass das Unbewaffnete ist. Ich denke mir so, fuck. Ich hab dann ganz genau geguckt, was du gemacht hast. Und du guckst so deinen Teamkameraden an. Guckst dir deinen Teamkameraden an und wusstest ganz genau, was du gerade getan hast. Ja. Das war so richtig gut. Sind die HVTs jetzt eigentlich hier im Heli? Ja. Also, du hättest dir gar nicht vorstellen können beim Blicken, als ich gesehen habe, dass die HVTs beim ersten Event nicht ausgestiegen geworden sind. Und einfach noch die ganze Zeit im Wagen saß und so, Leute. Warum? Das war halt so eine Black Hawk Down Mali-Mission, nicht Mali-Mission. Wo nochmal Mogadischu-Mission? Mogadischu. Janik, nehmen wir doch drei Funkkreise. Aber ich find's eigentlich ganz geil mit drei Funkkreisen. Aber Levi, drei ist doch noch okay. Das haben wir geil gemacht als Team. Vanessa? Jetzt weißt du, wie ich mich immer auf der Arbeit fühle. Ich hab die Schnauze voll. Aber Media, ganz ehrlich, dass du dir auf den zweiten Funkkreis noch das andere Team holst, das habe ich dir gesagt. Dafür bist du nicht gedacht. Du warst nur dafür gedacht, deinen eigenen Funkkreis zu haben. Ich mach das immer für den Fall, dass mein Team wieder ausfällt, gehe ich immer mit auf den zweiten Channel. Ja, das ist aber dämlich. Nein, das ist... Doch, tu dir das als dritten Kanal einstellen, aber... Ich mach aus dem TV raus, weil ich mich aufrege. Tu das als dritten Kanal einstellen, aber geh nicht drauf, weil sonst hörst du nichts und dein Funk ist einfach komplett überfordert. Ich hab einen auf einem Ohr gehabt, den anderen auf dem anderen Ohr, Long Range of Bite. Ja, wie gesagt, sonst ist das komplett dumm. Nein. Ja, da hast du dir aber Selbstleid zugefügt, Media. Also, das ist ganz ehrlich, dass du dann meckerst, dass du drei Funkkreise hast, das liegt nicht an mir.
Es ging nicht ums Hören. Es ging allein um das Funk. Ja, und dafür kann was ich ja nichts. Dass ich dann nur fünf Ecken weiterleiten musste und da und der und... Da habe ich ein gutes Konzept irgendwie, weil ich wiederhole einfach, was im großen Funk gesagt worden ist, wiederhole ich quasi zur Bestätigung und stehe eh nicht beim Erzählen. Ihr könnt raus. Von daher hört das gleich automatisch mit. Und Herr K. Nikolai. Ah. Nikolai ist raus. Ah, ich hab keine Munition. Huch. Lol. Habis, wie sehe ich denn aus? Aber wir haben sie nicht getötet. Ja, habt ihr sie wenigstens verbunden? Ja, ich hab sie verbunden. Einmal. Ich weiß nicht, wow, ich die wären locker ausgeblutet, wenn ich die jetzt nicht geheilt hätte. Benji, du siehst ganz verletzlich aus. Ja, ich bin auch komplett leer geschossen. Ich bin verletzlich im Kopf. Ich bin gerade, keine Ahnung. Hab ich schon. Noch. Der ist geheilt. Der glaube ich dir, dass du ein Aspirin brauchst, wie dein Kopf aussieht. Bob, was machst du da? Nix! Stell dich mal hin, Bob. Mann! So, Leute, stell euch mal hin. Media ist gut. Er ist nicht mehr da. Warte! Ich will nämlich auch schön gleich nochmal ein Bild machen für die Kooperation. Vielleicht Media ein bisschen weiter nach rechts schießt unter dem Feind. Du bist ja nicht Feind zugehörig. Ist das ein. Wo ist der dritte? Könnt ihr alle noch ein kleines Stück nach rechts rutschen? Also wir sind ungefähr, also grob geschätzt, oh. Würde ich sagen, sind wir ungefähr bei 500 Kills hier. Ja, Alter, ihr habt so viele Leute gekillt, Ataren. Okay, ihr habt so viele Leute gekillt. Das ist doch mal gut. Also ohne Mist, die haben euch so den Arsch gerettet. Ich war ja auch nur am Funken. Mir egal, wie ihr wollt. Wobei ich bin nicht tatsächlich nicht dafür. Da ich mal zu viel dafür zu verstreut dann. Auf mein Zeichen 20 mm. Ich würde sagen, dass wir vielleicht jetzt noch ein bisschen das von jeder Seite nochmal vier Leute nehmen. Levi, du solltest schreien, du redest nur nochmal. Ja, schrei mal. Von jeder Seite noch fünf Leute in die Mitte. Levi, schrei mal. Ich bin auf Schreien, Mann. Man hört dich aber nicht. Von jeder Seite fünf Leute in die Mitte, dass wir alle auf ein Bild bekommen.
Mach einfach ein Foto, gut ist. Das, ich krieg nicht mal alle drauf, so breit seid ihr. Oha. Dankeschön. Ja, war viel trainiert. Schön verteilt. Hier ist noch Platz. Hier drüben ist noch Platz. Beins und Higiris Ego muss auch noch mit drauf passen, ne? Das wird eng. Also ist gerade hier die, dann noch meins. Das wird, denke ich, nicht passen. Warte, warte, wir müssen uns anders. Warte. Ich versuche noch was gerade. Ja, Janik, einer von euch muss ich. Also, ihr müsst euch mit dem Kopf in eine Richtung. Na, wieder klar, ist ja nicht sein Handy. Sonst ist er nicht glücklich. Aua, nein, du warst ja kein Pilot. Geh weiter. Oh, willst du ein bisschen nach links oder willst du, willst du dich distanzieren von der Gruppe? Kann man runternehmen? Besser? Ja, viel besser. Hinziehen. Bob ist was Besonderes. Ja, Bob hinknien. Und Waffe runter. Hinknien, Waffe runter. So. Warte mal, Nebi, Bob. Ja, ich muss hier gerade mein komplettes HUD drück ausmachen. Mal T. Mein Radar mache ich auch schnell aus. Bob, drück mal T. Ich hab jetzt die Waffe oben. Tschüss! Gesanni! Morph, du musst dich nach rechts biegen. Kriegst du nach rechts? Ich denk, Bob hält die Waffe in der Luft. Steuerung rechts, Steuerung D. Genau, und jetzt noch ein bisschen. Ja. Du musst jetzt noch. Ist okay, ist okay. Rechts. Alles klar, gut. Ich möchte mit Higiri noch ein Bild vor unserem. Können wir ja noch gleich mal. Oder willst du es jetzt machen, direkt davor? Ja, weiß nicht, wo die... Mach jetzt nochmal, Levi, schnell! Jetzt stehen noch alle! Und jetzt ist auch in der Mitte, mach jetzt nochmal. Okay, gut, okay, Nikolai, Abstimmung. Machen wir Ingame-Briefing oder Debriefing oder machen wir Outgame? Nikolai, hock die nochmal in, genau. Ja, okay. Draußen, weil da ist die Qualität draußen ein bisschen besser. Ja. Alles klar. Ja. Gut, ihr wollt noch, Antares, du wolltest noch ein Bild vor der. Okay, sind alle mit einverstanden oder hat irgendjemand zeitliche. Ja, aber mach nochmal hier schnell Begrenzung. Das Foto jetzt, damit Janik teilliche Begrenzung, hallo. Wir haben alles schon okay. Was ist gerade, Moisi? Nichts. Also wer noch mit aufs Bild will, ja, der kann mitkommen. Gut, dann machen wir noch ein Bild von der Blackhawk. Das ist ein Blackfish. Blackfish. Morph, come on. Wer ist ein Fisch? Aber ich hab voll. Wir können auch mal... Ich hab euch die ganzen Kills gemacht, ja. Ich Ich will auch auf. Hast du keine Steuerung oder kannst du also, nicht zu weit laufen. Oh oh. Antares, willst du vielleicht die ganz nach oben machen, dass man die gut sieht? Sag mal, sind die gerade da reingekrochen? Das wird nicht funktioniert leider nicht ganz. Ich bin reingefallen. Warte, seid ihr jetzt in den scheiß Ding drin? Ja, ich bin drin. Hilfe! Wenn der Schütze jetzt schießt, sind wir alle tot. Nein, ich hab keine Munition mehr. deswegen habt ihr nicht mehr geschossen. Ich hab euch schon die ganze Zeit gefragt, warum ihr nicht schießt. Die letzten Kills musste ich mit der Hilfe, bin drinne. AP-Munition machen, weil wir nichts anderes mehr hatten. Also Janik, 20mm Gatling haben wir noch so 20 Schuss oder so. Okay, dann mach ich noch ein Bild. Hi, Heavy. Koni, Bob, nimm mal deine Waffe runter, drück mal T. Alles klar, Leute. Und dann doppelte Steuerung. Bei dem Flugzeug drinne. Ich lauf. Warum hast du die Shotgun? Gar nicht, ich musste vor dir. Ich bin auch eingebackt. Nein. Okay. So, besser ist. Nee, Moment. Oh, die kommt mal nach vorne. Oh, jetzt unten. Ja, und hocken. Jetzt vorsichtig umdrehen. Ja. Benji, hast du mich mit drauf? Oder so. Ja, du bist oben drauf. Perfekt. Ja, aus dem Heni. Jetzt. Er kam hier rausgeflogen. Achtung, ich mach's Bild. Noch nicht! Peace. Bob, jetzt bleib unten, auf, komm. Bis. Und immer noch eins. Jetzt. Perfekt. Okay, gut, dann alle disconnecten. Warte, nein, nicht disconnecten, wartet. Mach beendet einfach die Mission. Mensch, ist das safe. Komm, Janik, melde dich. Danke. Wehe, jemand schießt. Wow. Oh, das gibt's.